So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream auf Linux Guides. Und heute bin ich nicht alleine, sondern habe hier den Hauke mitgebracht. Hallo Hauke. Moin. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Und schauen wir mal, was wir so heute machen. Ob wir da was Schönes hingezaubert kriegen, ohne großartig Vorbereitung oder was daraus wird. Wir wissen es ja auch noch nicht. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird, ja. Ja, wir bauen heute eine Distribution. Ja? Und also nicht von ganz Grund auf. Wir werden jetzt keine, nicht viele Programme kompilieren oder sowas. Also wird jetzt keine LFS-Installation oder kein Gentoo, weil das würde, denke ich, erstens zu viel Zeit einnehmen. Können würden wir das natürlich alles, ja. Zwinker-Smiley. Und ja, wir haben uns überlegt, auf Debian eine Distribution aufzubauen. Und da sind wir noch komplett uneinig, wie die am Ende aussehen soll. Ja? Also beispielsweise Hauke, du hast dir ja so ein Trinity-Desktop vorgestellt, oder? Was heißt vorgestellt? Also das wäre jetzt eine Idee gewesen für was, um den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu erhöhen, was nicht in den normalen Paketquellen mit drin ist. Die Frage Ja. ist natürlich, ob wir sowas wollen oder ob wir halt erstmal ein bisschen kleiner anfangen. Kann man so und so machen. Ja, also das ist halt schon mal die erste Frage. Und ich denke, vielleicht wollen wir da ja einfach nochmal nach eurer Meinung fragen. Und ja, schreibt doch, wenn ihr wollt, gerne mal in den Chat euren Desktop-Wünsche, Wunsch. Also ich muss sagen, ich würde beispielsweise einen GNOME-Desktop oder einen XFCE-Desktop sehr bevorzugen. Ich denke, eines der beiden wäre vielleicht schon ganz cool. Weiß ich nicht. Ja? Was sagst du? Wärst du mit einem XFCE oder GNOME-Desktop zufrieden? Ich bin da eigentlich ziemlich leidenschaftslos. Also ich benutze ja auch hier privat, beruflich alles Mögliche durchweg. Also mir ist das eigentlich egal. Was nutzt du gerade für einen Desktop? Das hier ist jetzt XFCE. Also bei dem System XFCE. jetzt hier. Okay, ja gut. Ja, ich bin hier ganz schnieke auf Cinnamon. Ja, ziemlich standardmäßig noch eingerichtet. Ja, von Linux Mint habe ich nicht viel verändert. Gefällt mir ganz gut. Das Einzige, was ich hier noch, ja, ich sag mal, angepasst habe, ist hier rechts unten, wenn ich hier rechts hingehe. Ja, gut, da ist gerade die Webcam drauf. Wartet mal, ich habe hier was vorbereitet. So, schaut mal. Und jetzt mal hier Übergang. Und jetzt sieht man gerade den Hauke nicht, aber der ist gleich wieder da. Und jedenfalls, wenn ich jetzt hier unten hingehe mit der Maus, dann komme ich in diese schöne Fensterübersicht hier. Und ja, das kann man relativ zügig bei den aktiven Ecken, glaube ich, einstellen. Und genau, ja, kann ich euch nur empfehlen. So, jetzt schauen wir doch mal in den Chat, was hier denn so alles drin steht. Ja? Also einmal GNOME, KDE, kein XFCE. GNOME oder Cinnamon, GNOME oder XFCE, aber kein KDE. Schön, Oh, herrlich. gute GNOME, Mengen, klein juhu. anfangen. Deepin. Oh, Deepin Desktop. Oh. Ist das nicht chinesisch? War das nicht so? Ja. Nee, blöde Frage. Ich hab's nie benutzt, aber Absolut. das ist irgendwie so verlinkt, dass das irgendwie dazu gehört. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Mal das mal schauen. Aber ich glaube, den gibt es doch sicher auch. Also, der ist hoffentlich Open Source. Doch, sicher, oder? Hier mal Deepin und dann schauen wir mal Deepin GitHub. Ja, das Schöne ist, wir googeln hier auch uns alles gemeinsam zusammen. So, github.com, Linux Deepin sehen wir hier. Wuhan Deepin Technology. Okay. Also gibt es auch unter deepin.org und es gibt zum Glück auch die englische Variante. Ja, Gott sei Dank, ne? Wer Sonst des wäre es Chinesischen nicht nichts. unbedingt mächtig ist, kann auch Englisch nehmen. Doc4D Deepin Desktop Environment. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit Deepin nicht so aus. Aber wäre natürlich auch eine Herausforderung, ja. Und müssen wir mal schauen. So, was sehen wir hier so? Deepin China. Deepin wäre cool. Wie wäre es mit i3? Ja, nee, soll schon was Benutzbares sein. Ja. Tut mir leid an alle, die i3 mögen. Ich muss sagen, ich habe den Das auch mal gibt ausprobiert. böses Blut. Oh ja. Ich muss sagen, ich finde i3 auch echt cool. Aber für die Oma nebenan wird das nichts. Ne? So, ich mag GNOME, aber so das ist wie macOS aussieht, schreibt jemand. Cinnamon, GNOME. Wir könnten ja mal einen neuen Schritt wagen und wirklich Deepin nehmen.
Und wenn wir scheitern, nehmen wir was anderes. Ich gucke gerade, ob das ist, also das gibt doch dieses Kylin OS oder sowas. Kühlen, das ist doch Ubuntu Kylin. kühlen dann, oder? Ja, yeah, genau, aber ist das nicht auch diese Schiene? Da fragst du mich so. Ja. Kein Schwein kennt Ubuntu kühlen, ne? UQI 3.0. Oh, oder das heißt das anders? Okay. Ach, hier gibt es ein Video. Ich mache den Ton mal aus. UQI 3.0, okay. Ach, du dickes Ei, was ist das denn? Okay. Vielleicht siehst du es gleich im Livestream. Das sieht cool aus. Ja, ist der Deepin Desktop, ja. Weißt du was? Wir nehmen den Deepin Desktop. Bist du wahnsinnig? Ja, Oha. oder was Also, meinst du? ich weiß es nicht. Also ich kann. Also es kommt darauf an, was wir heute machen wollen. Ob wir zu irgendeinem Ergebnis kommen wollen, dann würde ich das nicht unbedingt nehmen wollen. Oder wenn wir einfach sagen, so nach 1,5 Stunden, 2 Stunden. Ja, das ist ja schön und gut, was wir gemacht haben, aber zum richtigen Ergebnis sind wir nicht gekommen. Viel Spaß bis zum nächsten Mal oder auch Wir nicht. fangen das nächste Mal nochmal neu an. Ja, zum Beispiel. Ja, also weiß ich nicht. Vielleicht Stimmt. Pantheon kommt da auch noch. Pantheon, ja. Ja, können wir auch Das machen. ist Ja. auch noch sowas, aber Wobei, weißt du was? Ich glaube, wir nehmen erstmal was Einfaches. Entweder XFCE oder oder GNOME. Also von daher. Ich weiß nicht. Wollen wir einen GNOME-Desktop vielleicht mit so einer Leiste so ein bisschen einrichten? Also eher ein bisschen GNOME 2 Feeling. Es gibt ja solche Classic-Dinger dann, wenn du Lust hast. Und dann können wir mal schauen, was wir draus machen. Können wir Na? machen. Also ich muss das hinterher nicht benutzen. Also von daher ist mir das insofern eigentlich Okay. ziemlich Ja. egal. Weißt du was? Die Frage ist, wie wir das umgesetzt kriegen, damit wir Dann. überhaupt was Lauffähiges hinkriegen. Ja, das. Darum kümmern wir uns später, ja? Ach so, das kommt später. Absolut. Das ist Ja, ja. eine gute Idee. Ja. Live. Ja, ändere ich hier nochmal schnell den Titel, weil 19:30 ist vorbei. So, okay. Dann würde ich doch mal sagen, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und wir haben tatsächlich schon etwas vorgearbeitet. Ja, tatsächlich haben wir das so cool hinbekommen. Ich kann jetzt mal hier in den Vollbildmodus gehen. Und zwar ist das jetzt hier eine Maschine, die bei Hauke läuft, ich aber mit bedienen kann. Und Hauke kann auch sehen, was ich schreibe oder was er schreibt. Ja? Gerade schreibt er Huhu. Ja? Ich habe meine Jetzt kannst du es Hände löschen und was in anderes Unschuld. hinschreiben. Ja, jetzt schreibe ich mal was hier. Abonniert Tux. Tage. Apropos Tux-Tage, ja, falls ihr die Tux-Tage geschaut habt oder vielleicht verpasst habt und nachschauen wollt, gibt es die Aufzeichnungen mittlerweile komplett online schon auf tuxtage.de oder auf dem YouTube-Kanal werden teilweise täglich neue Aufzeichnungen dann veröffentlicht. Ja? Aber auf tuxtage.de gibt es schon alle. Das heißt, wenn ihr dann heute Abend nach dem Livestream noch nicht müde seid und euch noch langweilig ist, könnt ihr sowas dann gerne anschauen. Ja? War auch Hauke dabei. Ja, du hast zwei Vorträge mit mir gemacht. Ja. Und er ist der Organisator hinter welcher Veranstaltung? Die habe ich jetzt vergessen. Die Kieler Open Source und Linux Tage, das ist quasi sowas ähnliches wie die Tux Tage, bloß traditionell eigentlich vor Ort in Kiel. Aber letztes Jahr, wir wissen alle warum, haben wir es denn online gemacht und genau. Ja, da. Von daher eigentlich dieses Klassische, was man von den Linux Tagen her so kennt, da gab es ja verschiedene Veranstaltungen, ob das jetzt in Chemnitz war oder der Linux-Tag direkt, wo immer so ein bisschen Ausstellung dabei war, den Vorträge und so weiter. Das ist eigentlich so das, was wir in Kiel gemacht haben, aber ne, letztes Jahr eben nicht. Ja, ich muss sagen, mir hat es sehr Spaß gemacht. Ich war auch dabei, das erste Mal. Und jedenfalls davor war ich online einmal dabei. Aber Stimmt. ja, es ist schon Und so lange unser her erster gefühlt. Online-Workshop, der kam von dir. Ja, schau mal. Ja. Ja. Da, als ob wir schon Ja. gewusst hätten, dass wir sowas demnächst brauchen könnten.
Das ist unglaublich, ne? Hätte man nie gedacht. Aber ich denke, es geht uns allen so. So, okay, ich würde mal sagen, wir haben genug gelabert. Das werden wir sicher noch die ein oder andere Minute hier in dem Stream tun. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir unser Debian zum Laufen bringen. Beziehungsweise, wir haben etwas vorgearbeitet. Debian ist hier schon drauf, eine Grundinstallation. Hier ist noch kein Desktop drauf. Das heißt, wenn wir Debian starten, dann sehen wir genau das, was wir hier sehen, ja? Mehr nicht. Und falls ihr Probleme haben solltet, ein Debian zu installieren, dann schaut doch mal auf meinen YouTube-Kanal. Da habt ihr, glaubt das Video, was ich vorletztens veröffentlicht habe, da zeige ich, wie man Debian installiert. Sogar dann mit GNOME-Environments drauf und so, ja, nochmal ein bisschen anders eingerichtet. So wollen wir das heute natürlich nicht einrichten, das wäre langweilig. Schreibt das oder schaut euch das gerne an, wenn ihr wollt. Aber eine Installation über ISO, die ist eigentlich relativ easy, auch bei Debian sogar. Gut, ich würde mal sagen, wir fangen einfach direkt mal an und dann logge ich mich einfach mal ein mit einem grandiosen Benutzernamen und einem grandiosen Passwort. Ta, da bin ich dran, drinnen. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen das erstmal, was jeder macht, wenn er erstmal keine Ahnung hat. Sudo apt update. Ja, Nee, 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 das ist sudo, genau. wie normales Debian eingerichtet, nicht Genau. im Ubuntu-Stil. Wir haben keinen Ubuntu-Stil, wir haben kein sudo. Ja, und wie werden wir root? Das geht relativ easy. Wir geben su und dann Leertaste Bindestrich ein, geben die Eingabetaste ein und geben nochmal das grandios sichere Passwort ein. Und jetzt sind wir root. Ja, das sehen wir hier einmal. Vielleicht kann ich das ein bisschen vergrößern, dann seht ihr vielleicht auch ein bisschen mehr. Was haltet ihr denn davon? Wisst ihr was? Lasst mich das mal schnell machen. Und zwar kann ich hier sagen, vergrößern und oha, vergrößern. Och, das geht sogar. Oh, okay. Ja gut, machen wir das einfach mal so. Ich hoffe mal, dass das passt. Dann sagen wir zack und jetzt seht ihr es sogar auch. So, jetzt ist es ein bisschen größer, ja? muss ich mich ein bisschen. Muss ich mich erinnern, wenn ich irgendwas anderes zeige, dass ich euch da mitnehme. So, Sonst mal eine andere Idee. Also ich ja. kann hier auch diesen skalierten Modus machen. Oh. Ich weiß nicht, was die RDP-Sitzung dazu sagen würde. Soll ich das mal probieren? Einfach mal ein bisschen größer ziehen Ich habe oder? ja auch einen Skalierungsmodus, das hilft aber Okay, nichts. gut. Ah, jetzt sehe Na, ich auch. nee. Ja, nee, das sieht gut aus. Alles gut. Nee, also probier du mal. Probier du mal, Ach ob du so, da ja. was Skaliertes noch machen kannst. Also im Stream sieht es jetzt eigentlich schon ganz gut aus. Moment, so, wenn ich jetzt mal hier. Jetzt Hüp. stürzt alles ab. Wer weiß? Hüp. Aber schau mal, wir sind schon extrem weit gekommen heute. Ja, wir haben uns eingeloggt. Wird's größer? nee, macht aber nichts. Gut, passt. Passt. Gut, okay. Na gut, dann ich. Jetzt mache ich das, was man macht, wenn man keine Ahnung hat. Und sage einfach mal apt-update. Und, das bedeutet, dass wir direkt einen zweiten Befehl dahinter klatschen. apt-update. Upgrade, beziehungsweise dist upgrade, dann werden auch Pakete, die nicht mehr gebraucht werden, auch automatisch entfernt. Wenn ich mich recht entsinne. So, Eingabetaste und zack, es kommt irgendein Code. Ja? Verbindung wird erstmal hier hergestellt. Gut, funktioniert. So, schau mal. Das Debian ist sogar top aktuell. So top aktuell, wie ein Debian sein kann. Zinker-Smiley. Und, Du machst heute Abend nicht viele Freunde, macht das sein? Das kann sein, ja. Es tut mir sehr leid, ja. Magie, schreibt jemand. Genau so ist es. Magie. Ja, jetzt müssen wir mal einen Desktop hier installieren. GNOME 3 wollen wir. Oder beziehungsweise, ich habe mal eine Frage, Hauke. Was hältst du von einem Debian-Testing-System? Können wir natürlich auch machen. Das wäre ja quasi schon ein Vorgriff auf das nächste Mal, wo wir als Aha. Themenschwerpunkt Debian 11 hätten, beziehungsweise auf das kommende Debian 11. Der erste Freeze war ja am 12. Januar. Stimmt, ja. Vielleicht haben es ja ein paar andere mitbekommen. Falls nicht, ist nicht so schlimm.
Das könnten wir vielleicht, also ich weiß es nicht. Also, weil so ein Testing-System ist halt etwas aktueller. Ja, gut, momentan stecken wir dann wieder in einem Freeze drin von den Funktionen her, aber es geht dann auch später weiter. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze dann irgendwann bricht, ist um einiges höher. Ja, also nee, normalerweise tut sich das nichts, aber ach, ich denke mal, fürs Vorführen ist es eigentlich egal. Ja, gut. Okay. Also lass uns das mal so lassen. So, damit wir mal ein bisschen hier Butter bei die Fische und so. Gnome 3 soll es werden. Dann gibt es dieses wunderbare hier, Task Sale. Das tippe ich mal. Ja. Da kriegt man wiederum so einen, ja, Auswahldialog. Da kann man jetzt einfach sagen, hier, ich möchte den Debian Desktop und Gnome dazu haben. Und sagt dann okay und dann läuft das los. Das ist halt schon echt Cheating, ne? Aber tatsächlich, wir haben es schon mal ausprobiert letzte Woche. Wir haben versucht, einen Desktop so zu installieren. Und es hat gar nicht so richtig funktioniert. Erst nach ein paar Anläufen. Also einmal, wir haben GDM3 installiert, wir haben die. Ja, okay, wir haben kein GDM3, wir haben damals LightDM und Mate, glaube ich, installiert, war das, ne? Zum Test. Ja. Ja, weißt du was? Dann mach mal das mal so. Mach mal das mal so. Gut, okay. Feuer. Ja, Zup. und Google-Account fragt: Jean, wie hast du noch so kurze Haare? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe in meiner Familie ein Familienmitglied, was sich dann erbarmt hat, Haare zu schneiden. Ja, gut. Ich muss sagen, sie macht es nicht hauptberuflich und hat quasi nur einer anderen Friseurin zugeschaut, weil irgendwie von Bekannten, die Mutter ist Friseurin, ja, und die hat dann irgendeinen Bekannten oder was geschnitten und da hat sie mal kurz zugeschaut und seitdem, ja, hat sie mir jetzt dann, habe ich tatsächlich das erste Mal seit Jahren mal wieder jemand anderen als meine Lieblingsfriseurin dran gelassen. Und ich finde, es sieht okay aus. Ja. Ist nicht das Beste, aber Gott sei Dank seht ihr mich ja nur in klein. Nein, Spaß. Es sieht schon gut aus. Also kann man wirklich nichts sagen. Aber ich mach mir heute gar keine Freunde, kann das sein? Du könntest ja noch Werbung machen für deine Lieblingsfriseurin und dann. Ja, absolut, ja. Ja, dann müsste man das, glaube ich, als Werbesendung deklarieren, oder? Das Gut, wird lassen wir wahrscheinlich so lieber. sein, ja. Lassen wir. So. Wird das Video hochgeladen? Ja, der Livestream wird danach verfügbar sein. Also da werden wir jetzt nicht viel rumschneiden. Und dann könnt ihr das auch noch mal so sehen. Das heißt, wenn ihr jetzt mal was ganz anderes, Interessantes schauen wollt, dann könnt ihr das auch machen. Wobei natürlich bei uns live ist es natürlich viel, viel cooler. Ja? Ihr könnt mit uns interagieren, ja. Wenn ihr Fragen habt gerade, stellt ihr mal gerne in den Chat rein. Weil wir haben gerade sowieso gar nicht so viel zu tun. Ne? Wir warten hier ganz schnöde drauf, bis es installiert ist. Das dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber Hauke, vielleicht kannst du mir mal Jo. erzählen, was du sonst so machst, außer hier mit so einem Was? komischen Typen rumzusitzen. Genau, was ich sonst so mache. Also die Kiel Open Source und Linux Tage, die dieses Jahr wieder im September sein werden. Da bin ich natürlich auch wieder mit dabei, sorge dafür, dass ja, irgendwie mache ich so wahnsinnig vieles. Tausend Kleinigkeiten, um die ich mich jedes Jahr kümmere. Ich kümmere mich darum, dass es ein Programm gibt, dass es rechtzeitig fertig ist. Mache vorher Interviews mit den Ausstellern und Referenten und was weiß ich alles. Also das ist sowas, wo ich wirklich viel Zeit jedes Jahr reinsetze. Das mache ich aber eben bloß ehrenamtlich. Schon einige Jahre, seit 2007 quasi. Und ja, ansonsten mache ich alles Mögliche, was mit Linux und Open Source zu tun hat. Also ich bin Freiberufler, mache diverse Kundenprojekte, also wirklich so ziemlich alles, was irgendwie mit Linux zu tun hat, da kümmere ich mich dann drum. Das sind auch sehr unterschiedliche Unternehmen, bei denen ich dann, ja, also die meine Kunden sind. Und mein quasi Hauptprodukt ist M23, ein Softwareverteilungssystem, was frei ist, womit man viele Rechner über das Netzwerk, normalerweise über ein lokales Netzwerk installieren und administrieren kann. Installation von Debian, Ubuntu, Linux, Mint mit Desktops, Partitionierung, Formatierung. Also das, was so Softwareverteilung ist, plus X Sachen dazu. Das ist Ja. so ungefähr das, was ich mache. Von daher kenne ich mich
bei Debian, Ubuntu, Linux, Mint auf der Konsole besser aus als bei Oberflächenkonfiguration. In welchem Dialog stellt man das ein? Also da stehe ich dann bei einigen Sachen dann davor, hä? Ja, das ist ja schön, das kann man da einstellen. Tolle Sache. Wüsste ich nicht. Muss ich selber gucken. Also sowas mache ich halt. Apropos, nicht nur das, sondern das hat mir Hauke auch erst letztens gezeigt. Hier gibt es Kurzanleitungen und How-Tos zu Linux-Themen auf seiner Webseite hier. Und hier gibt es alles Mögliche, ja. Also, ja, sogar hier so ein Bericht von den Tux-Tagen 2020, ja. Aber da gibt es, also es sind komplett verschiedene Sachen, aber meistens hat er da sogar Skripts dazu geschrieben, die man sich dann irgendwie runterladen kann und Genau. ist unglaublich. Links im Grünen bei Kurzanleitung How-Tos, da habe ich so eine. Ich zeig's gerade, zeig's gerade. Genau. Ach Genau. so, stimmt. Ich sehe es im Stream. Wir haben ja eine Immer Verzögerung. Habe ich nicht verzögerte. dran gedacht. Ja. Genau. Genau. Ja. Hier könnt ihr das mal anschauen und genau. Könnt ihr euch ein bisschen umschauen, wenn euch mal langweilig sein sollte. Ja, was bei diesem Stream auf jeden Fall nicht passieren kann. Das Nein, nein. kann nicht sein. Absolut nicht. So, dann schauen wir doch mal hier wieder zurück und gehen hier mal ein bisschen rein. Zack. Wow, hey, diese Streamtechnik heute. Ich muss mich ja heute schon Ja. fast etwas selber loben. Das ist faszinierend. Eine Frage dazu. Also hier, wenn ich mir bei YouTube den Stream angucke, da habe ich manchmal so Blöcke drin. Zeichnest du das Ganze in höherer Qualität bei dir noch auf? Ja, Zwinker. Nee. Nee, hab ich jetzt gar nicht. Ich kann zwar starten, ja, aber Also mal so mal. bei einigen Sachen, das matscht irgendwie. Also hier jetzt Das matscht. gerade habe ich gesehen, irgendwas stand mit GNOME-User, war erst matschig und dann ist das so nachgeschärft. Wenn ich ja schnell. Ja. Das kann sein, ja. Also ich habe hier eine Bitrate von 4000 Kilobyte pro Sekunde. Ja, okay, Kilobit, sorry. das Kilobyte wäre schon vielleicht ein viel, ja. Tick zu wenig, aber. Ja, also ich habe sogar extra, als ich hier eingezogen bin, habe ich dann extra schon einen höheren Vertrag gewählt, sodass ich dann tatsächlich besser hier uploaden kann. Und ich glaube, ich habe wie viel Mbit Upload? 40? Ich glaube, ich habe 40 Mbit Upload. 40. 40? Das wäre viel. Ich glaube, ich habe 40, ja. Doch, ich habe Ja, dann musst du 40. das ausnutzen. Ja, das mache ich ja schon. Aber das ist wahrscheinlich YouTube, die das hier runterregeln. Okay. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, so ist das. So, aber ist nicht umfallen. Nicht umfallen. Nee, nee, Ah, nee, das wäre okay. bloß die Tasse gewesen. Ja, okay. Das war bloß die Tasse. Ah, Da ist fast nur alles drin es geblieben. gibt tatsächlich Alles ein gut. paar Fragen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch. So. Frage: Wie lange wird das Stream circa dauern? Ist es schon so langweilig? Nee, wir planen so 1,5 Stunden, oder? Oder zwei, eineinhalb bis zwei. Können wir machen, also einfach mal gucken, wie weit wir kommen oder nicht. Einfach Also, mal gucken. Ich glaube, das trifft es ganz gut, aber ich denke, mehr als 2 Stunden werden es wahrscheinlich nicht. Ja, denke weil ich auch mal. irgendwann sind wir auch fertig, ja. So, Jean, wo kommst du her? Hab gesehen, du warst in Kiel auf dem Linux-Treff, schreibt Christoph Lübcker. Ja, Christoph, ja, das war ich. Ich komme allerdings aus der Region von Nürnberg in Bayern. Ja? Also etwas weiter südlich. Bin ich damit. Nee, ich bin mit dem Zug hingefahren. Ja. Und genau. Aber das habe ich einfach mal gemacht, weil ich habe Hauke bei dem Univention Summit, apropos Univention Summit, kennengelernt. Das war vor 2 Jahren. Und der ist in Bremen, ja, so gar nicht so weit von Hauke entfernt. Und die sind dahin wegen Inkscape, glaube ich, weil ihr da einen Award bekommen habt. Und da habe ich den Hauke kennengelernt. Und dann, ja, haben wir uns ganz gut verstanden. Dann habe ich irgendwann bei den Keylogs einen Vortrag gehalten, Kadian Live, den gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Und dann, genau, haben wir so gesagt, hey, wir wollen ein bisschen was dann gemeinsam machen. Bin ich dann im Oktober, September war es, September, zu den Kilux gefahren. Ja, hab denen da ein bisschen unter die Arme gegriffen mit dem ganzen Streaming und so. Und ich muss sagen, es war sehr, sehr schön. Ich war zuvor noch nie in Kiel, das wollte ich auch mal ausnutzen. Ja, eigentlich insgeheim wollte ich nur, weil Kiel so eine schöne Stadt ist, habe ich gehört. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ja. Oh Ist, Mann. Kiel hat schöne Ecken, sagen wir mal so, aber im Großen und Ganzen nicht unbedingt. Kiel hat schöne Ecken, ja. Ja, aber nur einige. Ja.
Nee, apropos Univention sammelt. Ich mache mal ganz kurz nochmal ein bisschen Werbung. Das ist schlimm heute. Das ist eine Dauerwerbesendung. Das ist unglaublich. Dann muss das So. auch mal einblenden hier oben. Absolut, ja. Ja, mir fällt jetzt. Nee, okay. Gut, wo haben wir denn den. Genau, Univention Summit, ja. Ich weiß nicht, ob euch Univention was sagt. Das ist eine. Sowas ähnliches wie Microsoft Azure, wenn man so will. Ist für Server, aber alle Server-Administratoren hergehört. Es gibt den Univention Summit 2021. Der ist im. Der ist sogar in den nächsten Tagen, glaube ich. Da bin ich tatsächlich dann auch vertreten, wurde ich sogar eingeladen. Am 28. Januar, und der ist komplett virtuell. Und ich kann euch nur empfehlen, da einfach mal hinzugehen, einfach mal zu schauen. Ich glaube, ein Ticket kostet 30 €. Aber mir persönlich hat es damals, als ich am Univention Summit 2019 war, das dort war, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, coole neue Kontakte schließen können. Ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt virtuell kann. Aber es ist wunderschön dort. Ich habe euch auch ein Video dazu gemacht, ja, vor 2 Jahren. Könnt ihr auch mal anschauen. Also an alle Server-Administratoren, könnt ihr euch mal anschauen. Univention-Summit.de. Ja, ist wirklich eine Firma, die ich gut und gerne unterstütze. Und dafür bekomme ich tatsächlich kein Geld. Ja. Das mache ich einfach so, weil ich es mag. So, okay. Genau, wir haben einen Hinweis. Wir sollen nicht so lange schnacken. Übrigens, Gnome ist fertig installiert. Ja, schlimm. Scheiße. Ja, So. Mann, alles falsch gemacht. Gut, okay. Ja. Ich denke, wir können rebooten schon, oder? Ja, willst du? Ey, ja, ich mach mal hier so. Zack, und Genau. dann Reboot, Eingabetaste. Reboot funktioniert hier, ja. Wenn ich mein Debian auf meinem Laptop das machen lasse, dann funktioniert das nicht. Aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. So, wunderbar. Ha. Na, ein Plymouth könnte man ja noch hinzufügen. Plymouth? Plymouth? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. So. Vielleicht. Plymouth. Irgend sowas. So, Genau. schau mal. Ja, stimmt. Deine Maus sehe ich nicht, oder? Bei mir ist es auch eingefroren. Also ich sehe. Ah, okay, die Netzwerkübertragung dauert gerade richtig, richtig lange. Jetzt sehe ich hier Test. Oder wenn ich das jetzt kleiner mache, hat das eine Auswirkung? Jetzt so? Ach, stimmt. Jetzt sehe ich es da. Das baut sich von oben nach Boah, unten auf. das ist bei mir heute richtig, richtig langsam irgendwie, ne? Das war letztes Mal viel, viel schneller. Ha. Gibst du was ein schon gerade, oder? Hey, also der Desktop baut sich jetzt gerade auf. Okay, Achso, ja nee, der ist gut. schon Ah, fertig. okay, ja. Ich bin auch am Anmeldescreen. Das ist ja blöd. Mist. Ah, jetzt bin ich im Okay. Menü, okay. Und jetzt bin ich aus dem Menü Also, raus. Ah, ja, ich habe mich okay. jetzt angemeldet, Ja, also. gut. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Ja, schauen wir mal, können wir am Bildschirm was umstellen? Also, Das heißt das ist Display, oder? jetzt. Ja, vielleicht 800 mal 600 oder sowas. Also das ist ja noch nicht Das groß. ist nicht viel. Und es ging ja im Test einfach wirklich schon flüssiger, ne? Aber da hattest du den Stream ja auch nicht angeschmissen. Da hat den Stream auch nicht angeschmissen, das stimmt allerdings. Also, ja gut, also wie man so ein bisschen sieht, wir sind dann noch, also es ist halt die erste Sendung von dieser Art und Weise, ist alles noch nicht Ja. optimal und genau, es gibt noch andere Sachen, WebRTC, lustige Dinge, die auf der Liste draufstehen, dass man da nochmal was machen könnte. Aber. Oder vielleicht ist dein Upload einfach blöd mit der Webcam. Also das sollte jetzt eigentlich nicht so das Problem sein, denke ich mal. Das könnte an deinem Upload liegen. Also ich kriege irgendwie, wie viel sind denn das? 600 Kilobyte kriege ich so hoch. Also nicht Kilobit, sondern Kilobyte. Und das sind umgerechnet, keine Ahnung. 6 mal Also 8 sind wir bei 4, 8. Das ist eigentlich schon was, ne? Naja, das gut. sollte eigentlich Oder reichen. weißt du was? Ich connecte mich einfach schnell. Ja? Nochmal neu. Mache ich hier mal aus und sage, okay, ich will hier nochmal. Oh. Remina. Ja, und das ist einmal der Spaß über RDP. Ah, okay. Ich glaube, jetzt geht's besser. Siehst du meine Maus eigentlich? Nee, die sehe ich nicht. Ach so, ja, die sieht man sowieso nicht, Das. ne? Das hatten wir ja schon letztes Mal. Ja. Okay, gut. Ja, nee, bei mir ist es nicht so flüssig. Bei mir ist es nicht so flüssig. Na, ja, dann musst du jetzt ab jetzt machen. Ist doch auch schön. Oder, ja gut, jetzt umzuschwenken macht, glaube ich, keinen Sinn, oder? Wenn ich Nee, jetzt lass das das. auf Debian mache. Ist ja letztendlich auch
Ja, also eher meine Frage wäre, wie kriegen wir jetzt das sinnvoll so, dass man es hinterher auch installieren kann? Darüber machen wir uns Gedanken, wenn wir fertig sind mit dem Einrichten, hätte ich gesagt. Wer weiß, ob man das da überhaupt rauskriegt. Also Debian, diesen Debian-Installer, der basiert ja auf Paketen. Und diese Standardpakete, die lassen sich ja konfigurieren. Entweder das ist automatisch mit, dass einfach Voreinstellungen getroffen werden, oder dass man über den Dialog, also es sieht so ähnlich aus wie dieses Task-Cell, was wir ja gerade eben schon mal hatten, oder direkt während der Installation halt läuft. Ob man an die Stelle rankommt, diese Art und Weise erstmal vollständig installieren, quasi so eine Art Image draus machen, das wäre eher der Ubuntu-Ansatz. Da Das würde ich, machen wir denke ich, es. machen. Und also ich weiß nicht, ob man das da irgendwie sinnvoll rauskriegt. Doch. Also, Doch. ja klar, ja klar. Und zwar, Okay. da gibt es schon Sachen. Also beispielsweise, Okay. also, das ist ja am Ende, was ist das für eine Datei am Ende? Das ist ein, ja, eine Festplatte einfach. Also man kann ja irgendwie Images erstellen von dem momentanen Festplattenstand. Das kann man ja machen. Oder ISOs. Ja? Ein ISO ist ja quasi auch nichts anderes als ein Image in der Hinsicht, oder? In der Sache mal jein. Also ein ISO ist ja ein anderes Format. Und wenn du so ein Image von irgendwas ziehst, musst du eigentlich dafür sorgen, dass dieser ganze Schmutz auch schon raus ist, dass da Genau, keine Logdateien drin genau, sind genau. und das. Aber das würde ich jetzt erstmal nicht machen. Ich würde den GNOME Desktop jetzt erstmal ganz hübsch einrichten, Okay, oder? okay. Ich denk, da machen wir uns dann Gedanken, wenn es soweit ist. Aber schalt mal, Just for Fun, wirklich mal deine Webcam kurz mal aus und schau mal, ob es Okay. dann funktioniert. So, jetzt aus. So, ja, dann tue ich hier den Spaß auch mal raus. So, schauen wir mal. Machst du gerade was? Okay, du hast gerade den Firefox geöffnet, oder? Oder? Nee, Nee, ich nee, habe jetzt okay. einmal umgeschaltet zwischen den Icons, also irgendwie alle Anzeigen und Okay. häufig verwendet. Paar Mal hin und her. Okay, jetzt bist du gerade bei. Okay. Ja, das ist alles viel zu langsam. Jetzt sehe ich erst, wie du gerade hin und her schaltest. Das ist schwierig. Na gut. Ja, dann. Wie macht man das am besten jetzt technisch gesehen? Ich glaube, es ist schon irgendwie besser, wenn wir das bei mir dann auf jeden Fall als VM machen und dass du dann später remote drauf guckst, für die nächsten Male auf jeden Fall. Weil da ist es ja jetzt erstmal nicht ganz so schlimm, dann siehst es nur du und nicht die Zuschauer. Nicht, Genau, und dann ist ne? das Bild schon Ja. mal bei dir da Genau, und dann, ja. genau, richtig, Ja. ja. Okay. Warte mal, mach mal nichts mit der Maus. Okay. Ah, so richtig will er nicht. Was hast denn du für eine Auflösung hier rein bei dem Ding? Was ist das? Ah, nee, ist keine große Auflösung, ne? Nee, nee. Ist keine Das große. kann nicht viel sein. Ja. Sonst andere Idee, wenn ich jetzt einfach das Fenster hier in diese Jitsi-Sitzung da reinschmeiße. Geht Ja, das das ist eine schneller? gute Idee. Das machen wir. Wir machen das einfach mal in Jitsi. Ja, das So, geht auf dann jeden machen wir Fall so. schneller. So. Ja, genau. Also kann ich halt nichts bearbeiten. Mal, kann man mal hier. Siehst du das jetzt schon? Ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Okay, gut. So, wenn ich jetzt hier Test eingebe, ist es da? Ja, das ist schon sofort da. Das sehen wir auf Ja, jeden okay. Fall. Ja, Machen wir mal ein gut. bisschen was weg hier. Das ist. Cheat noch mal ein bisschen hier. Zack. Und dann machen wir zack. Und dann. Ah, hier unten sind sie noch. Nee, nee. Ah, so. Okay. Ah, okay, das ist. Ja, gut. Okay, nee, also jedenfalls sehe ich jetzt. Ja. Oh, warte mal. Apropos, die Zuschauer sehen da noch nicht alles. Jetzt sehen. Oh, warte mal. Ja, gut, ich mach dich mal wieder rein. Okay, passt. Okay, jetzt bist du wieder auch per Webcam zu sehen. Okay, gut, dann. Jetzt mach mal was. Irgendwas. In der virtuellen Maschine. Plupp. Zack. Ja. Doch, das sieht man. Es ist natürlich schon etwas verpixelt, ne? Das ist natürlich. Ja, das könnt ihr nochmal versuchen, hier umzustellen. Weiß jemand, wie man diesen skalierten Modus wieder auskriegt? Da gibt es Bei irgendwie eine Remina oder Tastenkombination. bei der virtuellen Maschine? Bei VirtualBox. Puh, hu, 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 hu. Halt oben kannst du ja die Skalierungseinstellung unter Ansicht, glaube ich, einstellen.
Schauen wir doch mal hier. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr jetzt gerne fragen nochmal. Wie nennt man das System? Ja, wie nennt ihr das System? Ist eine gute Frage. Wir haben ja schon vor langer Zeit JAWS gemacht, ja. Und das war eine Sache. Das war schon ganz cool. Haben wir, glaube ich, in 2, 3 Sessions gemacht. Und hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. JAW gibt heute nur Sprachbefehle, sagt King Knight. Das finde ich am besten. Also, Hauke, mach mal anderes Hintergrundbild. Das ist so wie Siri, bloß anders. Ja, okay, Hauke. So, jetzt. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Jetzt musst du doch mal deinen Bildschirm Freigabe ändern. Okay. Naja. So. Musst dann aber auch realistisch ein bisschen antworten. So, ich habe dich nicht verstanden. Also, wie bitte? Hauke, öffne Bilder. Okay, Rechner fährt herunter. Oder sowas, Bilder, ne? Haben wir nicht. So, gut. Was sagt das Bild jetzt? Bild sagt super, aber ich würde nochmal die Auflösung wenigstens in 16:9 Format verändern. Genau. Das können wir mal in den Einstellungen machen. So, ich als Nicht-Gnome-Mensch, wo du das gehst auf Einstellungen. Ich glaube, ich habe die Einstellung schon so, weiter runter. Und dann findest du irgendwo Geräte wahrscheinlich. Hintergrund. Bist du schon ganz unten? Ja, ja. Ich glaube, das Bildschirmdings. Gib mal in die Suche Bildschirm ein oder Display. Oder? Was ist da? Ach, da unten, ja. Ja, das ist wahrscheinlich zu klein. Ne? Mach toll. Mal, einfach hier so. So, gib mir Geräte. Mach mal. Mach mal lieber Bildschirm. Oder Display, glaube ich, heißt es. Okay. Ach so, recht. Nee. Dann heißt es wahrscheinlich Bildschirm sogar. Schauen wir doch mal. JAWS ist heute, bis heute in meiner VM, schreibt der Robot. Das ist ja unglaublich. Wow. Ah. So, genau. So. Machst du mal was Schönes. Irgendwas 16:9 mäßig, ist egal. Genau, was. Wie viel kriegen wir denn da? Hier wird es wahrscheinlich wieder nicht das 1920x1080 geben, das wirst du vergeblich. Ich nehme mal so, das soll ja auch nicht ja, das sieht besser aus. Zu viel werden. Hat sich das schon angepasst? Ja, wunderbar, das sieht super aus. Mann! Jetzt sehen wir alles perfekt. Ha, meine Güte, in Live und Farbe. Ohne netzgekoppelten Boden. Weißt du, das ist der Moment, wo die Webcam-Qualität besser ist als die Bildschirmqualität. Okay. Ja, wisst ihr was? Das nächste Mal tun wir es dann bei mir machen. Aber das kriegen wir hin. So, apropos, wir haben ja ganz viele Spiele hier drauf. Die können wir entfernen, habe ich gehört. Hast du jetzt keine Spiele? Was bist du denn da? Da gibt es Spiele, doch. Ja, das gibt hier welche. Du magst keine Spiele. Weiß ich nicht, aber Hitori, das mag ich nicht so. Ja. Da weiß ich nicht mal, was es ist. Und Mahjong, damit habe ich mir immer früher mal ein bisschen Zeit verbracht. Ja, ganz früher, das Ding ist uralt Mahjong eigentlich, ja. Und hat sich seitdem null verändert. Null. Oder wie Nibbles. Boah, das habe ich immer mit meinen Schwestern mal gespielt, ja. Saß man dann zu dritt an einem Rechner, an einem uralten Laptop, wo, glaube ich, irgendein Ubuntu drauf lief. Da haben wir dann Nibbles gehabt. Und da haben drei, okay, die Hände waren damals noch etwas kleiner, drei Hände auf irgendeinem, auf der Tastatur gehangen und dann, ja, Nibbles gespielt, ja, gleichzeitig. So, was willst du denn machen? Du sagtest, du hier Spiele deinstallieren soll. Das geht über ein Terminal ganz einfach. Ja gut, hätte ich jetzt auch gemacht, aber das wäre jetzt hier so der Gnome-Weg, ne? Also ja, wir gehen noch nicht den Gnome-Weg. Okay, gut. Machen wir es hier so. Ja. So. Gibt es dafür ein... Das heißt doch bestimmt Gnome Games heißt das. Gnome Games. Stimmt. Wie wäre es mit Bean OS? Eieieiei. Mr. Bean, nee. Ich muss jetzt weggehen. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend, schreibt Odiv. Ja, einen schönen Abend zurück. Genau. Ah, schau mal, jetzt ist der ganze Rotz schon weg. Noch nicht ganz. Also hier Gnome Games ist ja so ein Meta-Paket. Das ist dann apt auto remove. Man kann das nochmal minus purge machen. Dann sind auch die Log-Dateien weg.
Genau. So, schau mal. Sieht man an diesen Sternchen da? Genau. Wird gepercht. So. Ach, an dem Sternchen sieht man das. Wusste ich, wusste ich. So. Ja, natürlich, natürlich. Ich wollte das bloß noch mal erwähnt haben. Ja, ja, wollte es mich prüfen, ne? Ja, ja. Okay, genau. Das ist so, gut. Und jetzt ist es hier so. Ja, genau, jetzt haben wir doch schon mal etwas. Ach, Menno. Jetzt können wir nicht mehr spielen heute, ne? Ah, gut, okay. Ich würde versuchen, den Desktop ziemlich zu verändern. Es gibt auch so einen GNOME Classic Desktop. Vielleicht hast du ja Lust, mit dem etwas zu arbeiten. Mir ist das alles recht. Also führe mich dorthin. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Einfach mal abmelden. Okay. Upp. Ja, wir müssen das auch beim nächsten Mal meiner VM machen. Oder weißt du was? Ich kann ja mal ganz schnell. Jetzt ist es bei mir tatsächlich auch super. Ah, okay. Ah, jetzt, okay. Ja, nee, und dann gehst du einmal auf Test drauf. Und dann findest du da dieses Dings hier. Und dann sagst du GNOME Classic mal. Und dann haben wir hier schon fast so GNOME 2 Desktop. Schauen wir mal. Apropos, Leute. Falls ihr Ideen habt, was wir beide dann gemeinsam in den nächsten Malen machen können, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare oder beziehungsweise in den Live-Chat jetzt, weil ja, wir suchen immer neue Herausforderungen. Wir haben zwar schon eine kleine Ideenliste, aber die lässt sich sicher vergrößern. Und schreibt einfach mal Themen rein, die ihr sehen wollt, wie wir die am Ende vielleicht sogar lösen oder notfalls verzweifeln. Ja. aber schreibt es gerne mal in den Live-Chat rein, da. Also beispielsweise irgendeinen Server aufsetzen, ja. Worauf ihr Lust habt. Worauf ihr Lust habt. Wir planen das tatsächlich alle 2 Wochen, habe ich gehört, oder? Kann das sein? Das kommt drauf an. Also wir hatten auch schon mal über wöchentlich gesprochen. Also prinzipiell haben wir ja schon nächste Woche uns was überlegt. Nächste Woche, ja. Nächste Woche, wir hatten schon uns einen Tag ausgedacht. Das war jetzt nächste Woche Dienstag, oder? Ja, genau. Nächste Woche Dienstag war das. Diese Woche Mittwoch, nächste Woche Dienstag. Boah, ey, das weiß ich doch nicht. Aber das kann gut sein, ne? Ich meine, Kalender hier nachschauen. Ja, doch. Dienstag. Also ich habe mir das schon mal vorgemerkt. Also ja. Naja, ich auch schon. So. Mm-hmm. Das heißt, nächsten Dienstag wird es auch nochmal spannend. Ja, gut, wir haben jetzt hier wieder die Bildschirmgröße. Und das Witzige ist, wir haben hier unten so eine Leiste mit den Anwendungen. Wenn du das unten siehst. Ich persönlich finde das komplett hässlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es könnte schöner sein, aber es könnte auch deutlich hässlicher sein. Also von auf jeden Fall. Ja. Ich kann ja nochmal in Folgen losgehen. Kann man dann nicht irgendwo so ein Thema aus. Das können wir dann machen später. Aber später die Frage ist, ich würde erstmal so ein bisschen das Konzept aufstellen. Mhm, okay, gut. Ich hätte Lust auf so ein Dash-to-Doc. Kennst du Dash-to-Doc? Das ist dieses Ding, was genau, in der Mitte so ist. Was ne? man dann unten, genau. ich würde es aber breit ziehen, würde da coole Anwendungen hin und würde so ein Cinnamon-ähnliches Anwendungsmenü machen. Also genau dieses Anwendungsmenü, was wir hier gerade sehen, was du offen hast, nach unten packen. Okay. Halt in so ein Dock. Genau, und die Leiste da oben würde ich auch lassen. Und dieses Dock wird sich dann ausblenden, so ein bisschen macOS ähnlich, ja? Und das Dock wird sich dann halt eben ausblenden, wenn du irgendeine Leiste hast. Ja, darauf hätte ich jetzt einfach mal Lust. Ja, weiß nicht, was ihr so seht. Wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr das auch gerne mal reinschreiben. Das wäre ja letztendlich das, was du in deinem Debian-10-Video auch schon gemacht hast, oder? Ähnlich. Ja. Da könnte ich jetzt natürlich spicken, wie geht das überhaupt? Denn ich stehe da jetzt erstmal davor und wüsste nicht, wie ich das unter GNOME einstellen sollte. Das Dash-to-Doc meinst du? Oder allgemein hier, also einstellen habe ich ja schon. Ja. Achso, insgesamt, ich glaube, die Leiste da unten kriegen wir nicht weg so. Ich glaube, wir müssen wieder in den ganz normalen GNOME-Modus gehen, wo wir nicht die Leiste haben. Und dann kann man sich das, glaube ich, über Add-ons dann ein bisschen zurechtrichten. Das heißt, du kannst rechts dann wieder dich abmelden. Ne? Genau. Okay. Ja. Okay. Unter Test? Nee, da tust du dich nur ausschalten. Ach, geh mal abbrechen. Ja. So, und bei dann Test. Muss ich nee. Ein bisschen weiter oben. Da, ach, genau. Da und dann abmelden. Okay. Ja, man muss es studiert haben, ne?
Ja, man muss das wissen, ne? Ne? Und, genau. So, jetzt da und wieder den normalen. So, jupp. Hat er sich Irgend die Auflösung gemeldet, gemerkt, ja oder nein? Wetten werden angenommen. ja, Die Antwort ist ja. cool, Im ja. Stream sieht man es etwas später. Ja, nee, doch. Also wenn wir das ja sagen, dann sehen die es ja auch direkt. Ne? So ist es ja nicht. Genau. Ja, und Das stimmt. Ja. wir haben einen Vorschlag, der tatsächlich cool ist für einen Livestream, für einen gemeinsamen. Eine ganz alte Linux-Version mal anschauen. Irgendwie beispielsweise ein Ubuntu 04 oder so, ja? Oder 4 Punkt irgendwas. Oder keine Ahnung, noch älter. Wäre auch noch eine lustige Idee Wäre eine coole für Idee. die bei uns hier in Kiel gibt es halt Nacht der Museen und da haben wir schon ein paar Mal gestanden im Computermuseum. War ich eine tolle Veranstaltung und da habe ich extra mir einen alten Rechner rausgeholt aus dem Fundus, irgendwie Pentium 2 und darauf Debian 3 oder so installiert und dann dafür ein paar Spiele. Und da standen wir immer in dem Eingangsbereich von dem Computermuseum. Und dann kamen halt viele, ja, zum Teil natürlich Kinder halt, die irgendwie was spielen wollten. Und zum anderen auch Ältere, die das halt noch kannten. Also die meinten, ja, das ist das, was ich kurz vor meiner Rente doch noch benutzt habe und so. Also das sind teilweise höchst interessante Gespräche, die sich so ergeben. Ja, auf jeden Und Fall. im Umfeld von so einem Computermuseum kann man ja auch sich so ein bisschen der Zeit anpassen. Und natürlich schön mit Röhrenmonitor und so. Und ja, das war mal ganz witzig. Und das könnte man natürlich auch noch machen, sich das nochmal so angucken. Mit so einem KDE 2 ist da, glaube ich, bei gewesen. Ja, gut, also könnte man natürlich auch nochmal machen, klar, ja. Wow, ich habe hier gerade mal einen ganz alten Screenshot hier aufgetischt. Und das ist, sieht man irgendwo ein Datum. Es ist 10:22 Uhr, das hilft mir nichts. Ich sehe leider kein Datum drauf, das wäre schön. Jedenfalls, du siehst es vielleicht auch gleich im Livestream. Das Ding ist uralt. Ja, es erinnert mich ein bisschen an OpenBox, muss ich ganz ehrlich sagen, oder? Es könnte OpenBox sein. Mit GIMP drauf. Schau mal. Ich glaube, es heißt anders. Oder nee, nicht Light Und WM, damals gab es Enlightenment. Ist das Enlightenment Desktop. Enlightenment? Das kann gut sein, ja. Apropos. Jetzt ganz schnell mitraten und in die Kommentare Absolut. reinschreiben. Was für ein Desktop ist das? Was für Linux-Namen gab es denn damals? Ich zoome mal ein bisschen rein. Es gibt ja einfach ein Fenster, was einfach Bitch X heißt, ja. Was? Okay. Das war dieser IRC-Client, ne? Bitch X. War das ein Ich meine schon. IRC-Client? Das kann sehr Ich gut glaube, sein. ja. Das sieht nach einem IRC-Client aus. Bitch X. Fluxbox. Als ob. Okay. Fluxbox ist das. Das kann sehr gut sein, ja. Aber damals gab es schon GIMP XMMS. Ich glaube, das ist dieses Musikprogramm, oder? XMMS. Ne, Multimedia Player. XMMS ist quasi das, was von der Art her wie WinAmp, falls das noch einer kennt hier von Okay. Windows 95, was MP3s abspielen konnte. Schon MP3 ist es ja unglaublich. Ja, gut. Aber von der Art her war es so, aber das ist Okay, irgendwann cool, eingestellt worden. Also XMMS fand ich gar nicht so schlecht. Also. ja. Was ist denn, wovon ist denn die, ist ein Reddit-Post? Schauen wir mal drauf. Ach, okay, das war tatsächlich 2000, ja, steht da drauf. Netscape wäre auch gut. Net, oh, Stimmt. das, der gute alte Netscape. Ja, stimmt, ja. Eieieiei. Der Netscape Navigator Gold Edition. Die Gold Edition. Ja, Bam. die gab es wirklich Und und was hast du? die war bei uns in der Schule installiert, auf so ranzigen Windows 95 Kisten. Ja, Ja, wunderbar. ja. Ja, tatsächlich an alle Leute, die ein bisschen Geschichte haben wollen. Firefox basiert auf Netscape. Ja? Also Netscape ist quasi der ganz, ganz frühere Firefox. Seitdem hat sich natürlich schon etwas verändert, wie wir hier sehen. Aber wenn man so will, Chrome kam erst 2008, glaube ich, auf den Markt. Ja? Also eine ganze Ecke später und hat tatsächlich dann seitdem ja alles aufgerollt, ne? Mit dem ganzen Internet.
So. Wobei man ja sagen muss, Chrome ist ja keine von Grund auf liegende Neuentwicklung. Das basiert auf dem KHTML, was schon in ewigen, also früher in den KDE-Versionen mit drin war, für den, wie ist denn der Browser drin? Also der KDE-eigene Browser, die haben sich auch daran versucht. Den gibt es, glaube ich, immer noch in der Variante und darauf basiert das wiederum. Und dann gibt es auch Okay. dieses WebKit, das basierte wieder drauf und Chromium, das sind letztendlich alles bloß Forks und Weiterentwicklungen. Na gut. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir machen noch mal ganz schnell weiter wieder, oder? So. Genau, wo wir wieder vom Schau Thema ich noch mal. abgekommen sind. So, Ja, es geht wunderbar bei jetzt. uns. Was wollten wir eigentlich noch? Wir wollten irgendwas hier mit, keine Ahnung, Dash-to-Dock. Ja? Conqueror, genau, Genau. richtig. Conqueror. So hieß Stimmt, ja, er, das ist der KDE-Webbrowser, oder? Ja, ja. Ja, genau. genau. Cool. Ja, gibt ja mittlerweile auch GNOME Web, ja, den gibt es ja immer noch. Und der ist gar nicht mal so schlecht. Also für die Videokonferenzen kannst du ihn gar nicht gebrauchen. Aber ansonsten, gut. DRM, Kopierschutz wird er wahrscheinlich auch nicht können, aber ansonsten geht er schon ganz gut. So, wähl doch mal Aktivitäten aus und such mal nach. Öffne mal den Firefox. Den brauchen wir mal. Schub. Und dann gehst du auf extensions.gnome.org. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Spiele auf Linux zu spielen? Also auch Bekannte von Epic Games und so, schreibt Mika Maringer. Schaut da mal mein Video zu Linux und Gaming an. Oder das Lutris-Video von mir. Lutris, Lutris. Da gibt es schon ein paar Spiele, ja. Aber also Epic Games Spiele selber, sowas wie Fortnite funktioniert, glaube ich, gar nicht, weil die haben so einen blöden Anti-Cheat-Schutz drinnen. Aber beispielsweise Witcher, GTA oder sowas kann man schon spielen. So, genau. Und hier können wir noch verschiedene Sachen installieren. User Themes brauchen wir nicht. Extensions brauchen wir auch nicht unbedingt. Was ich persönlich immer sehr, sehr geil finde, ist GS Connect. Den kannst du mal installieren, wenn du willst. Da klickst du einfach mal. Oh, warte mal. So. Genau. Und zwar steht da oben. Ja, ist das so ein Fenster. Klick hier to install Browser Genau, Extensions. ne? Das öffnest du mal mit Das. einem vorgenommen. Genau, Continue Continue Installation. Genau. Installation. Genau. Ja, Ja, so genau. installiert man GNOME Extensions. Ich muss sagen, das ist eine der blödesten Sachen, die es überhaupt gibt, meiner Ansicht nach, dass man da so ein Browser-Addon braucht, aber es hat sich bewährt. Und jetzt lad mal neu, genau, und dann siehst du nämlich rechts oben dann so ein On-Off-Button. Da Ach kannst du da, okay. Onsch einschalten. Schup. Und zack, Oh ist nein. installiert. Ist unglaublich, ne? Gut, jetzt brauchen wir noch ein Ach Handy und so, ein Schwarz. das gibt keine Rückmeldung dazu, ne? Nö, das war es jetzt. Okay, das ist es so, okay, Ja, gut. und wir suchen jetzt Dash to Dock. Da kannst du einfach mal suchen. Hast du noch die Nummer? Ja. In deinem anderen Video Warte hattest du. mal. So, jetzt installieren wir noch 537 Ja, und genau, ja. Das habe ich 732 sogar noch und. hier. Schau mal. Das ist die Nummer 307. 307, nee, ungefähr 307. So. So war das irgendwie, Das ne? ist ja Dash to Dock. unglaublich. Schau mal. Ja, das Video habe ich mir angeguckt. Ja, schau. Hey, cool. Ich Und bin ganz das, überrascht. also das an deinem Video fand ich gut, dass jemand anders das nochmal macht. Und die Sachen, die ich quasi so intuitiv einfach runterrattere, da gibt es diese Stelle, wo du sagst, ja, hier in das Root-Passwort, wenn man das leer lässt, dann ist das mit sudo. Ich habe da nie hingeguckt, dass es Ich diese auch nicht. Möglichkeit gibt. Ich auch nicht. Ich habe mich über einen User belehren lassen von einem anderen Video. Der hat gesagt, hey, wenn du da das Sudo weglässt, dann funktioniert, wenn du da das Passwort nicht ausfüllst, dann hast du auch Sudo. Und ich so, hä, was? Habe ich mal Ja, durchgelesen? Aha, genau. okay. Aber hätte ich intuitiv auch nicht gemacht. Ja. Nee, das ist eigentlich das Coole. Also, und vor allem, das ist ja auch irgendwie so das Sinnvolle, ne? Dass man von anderen Leuten lernt. Darum geht es ja auch. Darum machen wir den Kram hier letztendlich auch. Wir wollen ja alle ein bisschen was Genau. voneinander lernen. Absolut, absolut. Ja. Genau. Hast du noch eine Nummer oder? Eine Nummer. Ich hätte bitte die 64 mit süß, sauer und scharf. Die 64? Die gibt's Kommt noch nicht. was dazu oder ist das jetzt alles? Also nicht die 64, sondern die 83, oder? aber ohne Zwiebeln bitte. So, okay. Oh, nee, ohne Zwiebeln geht leider gar nicht. Die müssen noch weg.
Ah, okay. Ja, gut. Ja, dann nehme ich noch anstatt dessen, glaube ich, die 352. Die ist ganz gut. Die 352, da Ja, ist aber Glutamat drin. ja. Ah, ja. Jetzt fällt mir nichts mehr So. ein. So. Krebs, okay. Na gut, nehmen Genau, das wir ist super, super praktisch, wenn er nämlich jetzt mal ins Menü geht. Also, auf jeden Fall, so die das. Okay. Windows-Taste drückst. Die, mal gucken, die Super-Taste ist. oder Windows oder Tux-Taste. Aber wenn es Das nicht geht, ist ist auch leider okay. mein Hotkey für die VM. Ah, okay. So, Ja, dann drück das mal für nicht. die. Gehst, kannst einfach in die Aktivitäten reingehen. Genau. Und jetzt, wenn du ein Fenster Genau. offen hättest, dann kannst du das mit einem Mittelklick, also mittlere Maustaste, schließen. Ja, also wenn du jetzt Okay. beispielsweise mal einen Dateimanager öffnest, Zupf. den Dateimanager, genau, und dann So, gehst du jetzt klick. mal oben Was auf Aktivitäten. für Aktivitäten, ja, und da Einfach jetzt draufklicken. mittlere. Einfach draufklicken. Ja, Und habe jetzt ich. kannst du mit der mittleren Maustaste auf das Fenster in diese Übersicht klicken. Und dann ist es weg. Und dann ist Es es ist weg. weg. Tada! Oh, Magie. meine Güte. Ja, das, Das ist richtig und das abgefahren. steckt alles in der Nummer 352. Ja. So, Lecker. ich glaube, wir haben sogar alles. Dann geh doch mal auf Dash to Dock. Gut, geh mal in, das heißt Optimierungen. Such mal Optimierungen. Tippe ich da einfach an, ne? Ja, schau mal, ist schon Optimierung. sogar drauf. Okay. So. Ah. Und dann kannst du nämlich bei Erweiterungen kann man ganz viele Sachen Ja. einstellen. Also was ich immer gerne mag, ist Alternate Tab. Das kannst du mal anmachen. Alternate Tab. Dann kannst du das Applications Menu So, anmachen. jetzt. Wobei das brauchen wir das? Wir machen es mal Ach, an. Und dann da. hast du jetzt Ah, hier das okay. ganz Das normale machen wir jetzt. Menü. Aha. So. So, Und dann kannst du und. sagen, Dash to Dock. Genau, das ist ja schon da links. Schau mal, da ist es jetzt drin sogar. Siehst du ja gerade links. Dann kannst du auf die Einstellungen gehen. Okay, jo. Und jetzt können wir hier coole Sachen einstellen. Okay. Maximale Was denn? Dockgröße würde ich mal 100 machen. Und mach mal den Panel-Modus bis zu Bildschirmkanten ausdehnen darunter. Okay, Zack, schau mal. jo. Jetzt müssen wir noch nach unten Okay, tun. okay. Das kannst du ein Dann bisschen mache ich weiter hier oben machen. Genau. unten und. Ja, es dauert ein Momentchen. Okay, gut. Glaube ich. Hardware. Automatisch ausblenden steht da. Das tust du mal. Ja, gut, okay. Weil die Fenster so klein Moment. sind, ne? Ansonsten wäre es jetzt Ah, hier. okay. Schau mal. Stimmt. So. Jetzt noch einen Tick kleiner, würde ich mal machen. So. Upp. Genau. Genau. Ah, noch. Tick kleiner, hätte ich schon fast gesagt, oder? Ja, nee, wobei, mach mal 32. Bei uns ist die Auflösung ja etwas verkehrt. So, jedenfalls bei mir. Dann gehen wir mal Bisschen größer ist einfach besser auf Starter. Gehen Sichtweise. wir auf Starter. Genau. Ja. Kann man Favoriten anzeigen? Laufende Anwendung anzeigen? Die laufende brauchen wir auf jeden Fall. Das passt schon so. Isolierte Arbeitsflächen brauchen wir nicht. Isolated Monitors brauchen wir auch nicht. Symbolanwendungen anzeigen. Falls die aktiviert sind, diese Einstellungen über GNOME Tweak Tool oder die Erweiterungsseite erreichbar. Das passt ja soweit, glaube ich, erstmal. Gehen wir auf Erscheinungsbild. Boah, da können wir ja super viel noch einstellen. Transparenz, Stimmt. erzwinge rechte Ecke. Was ist denn erzwinge rechte Ecke? Erzwinge rechte Ecke. Mach mal an. Okay. Was ist die rechte Ecke? Hat sich was geändert? Nee. So, jetzt nochmal an, aus, an, aus. Gar nichts, gar nichts. Ja. Macht ja nichts, ist ja egal. Dann ist es nicht so wichtig. Eigentlich möchte ich jetzt hier einmal das Application-Menü, dieses. Boah, ich darf meine Maus nicht bewegen. Das bringt gar nichts. Ja, nee, weil man sieht die Video-Elemente dann drin. Ganz rechts So. unten, wenn du mal ganz rechts unten hingehst bei dem Dock. Ja, Genau, und auf die da, Punkte. genau, da siehst du ja eine Anwendungen anzeigen. Kannst du mal draufklicken. Jupp. Genau, und dann sieht man ja das Vollbildmenü, denke ich, ne? Genau. Ja. Das möchte ich ganz links haben eigentlich. Ne? Okay. Aber ich weiß nicht, wo man das machen kann. Das müssen wir mal Dash rausrufen. to Dock Einstellung. Also Könnt ihr das das wäre jetzt. Fenster etwas weiter nach links schieben? Ach! Ja, okay. Wie sieht. Ja, weil unsere Webcams wahrscheinlich ganz bisschen drüber Ach, waren. Ganz ja, bisschen. das, genau.
So, wo habe ich denn jetzt die Einstellung? Geht das jetzt wieder? Da gehst du einfach wieder raus, genau. So, zack. Und dann, was Einstellung. willst du denn machen? Ich habe da unten. Ach so, okay, Wir sind da schon das ist ja drauf. schon offen. Ja, das Genau. war gut. Hey, Hauke. Bringst mich ganz aus dem Konzept hier. Wir Gut, brauchen okay. irgendwann Outtakes, ich sag's euch. So. Ja, kann man ja nachher die besten Stücke Bisschen weiter nach ausmachen als links, animiertes bitte. GIF. Bisschen weiter nach links, bitte. Ja, okay, so. So ist gut, ja. Da. So. Mann, Hauke, nein. Ja, sieht gut aus, ne? Ja, genau. Jetzt möchten wir aber mal. Gibt's so eine Config von dem Ding, wo man das beispielsweise ändern könnte? Wollen wir mal im Dateimanager schauen gehen? Bei GNOME ist Ich das meine, hier nicht Terminal ganz dieses einfach. gconf? Ja, na, ich. Dies, oder? So, gconf, ob das da drin Ja, ist. genau. Ja, dann Muss ich installier schon mal mal so einen mit. gconf-Editor. Da kannst du mit dconf, glaube ich, heißt der auf Dings. Den musst du aber installieren. So, Genau, die gconf ist auch eine coole Sache. Die gibt es auch auf Linux Mint. Also gibt es auf allen Desktops, die irgendwie was mit GNOME zu tun haben. Da findet man alle Einstellungen dazu. Das ist eigentlich ganz cool. So. worunter fällt Ihnen jetzt das Terminal? Nicht unter Zuhören des Systems? Da ist es auch nicht. Erstmal oben auf das Firefox-Addon. Wenn ich die Uhr und Datum klicke, dann kann ich keinen Tag auswählen. Das ist eine gute Frage. Kann ich jetzt auch nicht weiterhelfen. Nur die Sache wäre, Anwendungsverwaltung gibt es wahrscheinlich gar nicht. Musst du mit apt install dann machen. Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich gar keine Shell finde. Also die ist nicht unter sonst, sie ist nicht unter Den Zubehör. Terminal oder was? Ja. Oder hier, ach hier, Du kannst okay. einfach Jetzt aufs kann ich Menü da gehen, wieder. ne? Genau. Ah, Ich so. muss sagen, Warum steht das nicht im Menü? also wenn die Qualität jetzt besser wäre, dann würde ich das die ganze Zeit so machen. Ich laber einfach irgendeinen Mist und Hauke macht alles. Also über WebRTC kriegt man das bestimmt super rüber, aber das Ja. ist noch eine Baustelle fürs nächste Mal. Dann ist es so, ganz ehrlich. Genau. Ich will So. es tatsächlich dann wahrscheinlich einfach auf meiner Also. Kiste machen, dann sollte es funktionieren. Genau, ja. G nee, 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 Ach also so, gut. die. Mach mal apt install dconf. Also ist einfach dconf zusammen? Schau mal. Oder ist das dconf-Utils oder so? Kannst du mal mit Tabulator schauen? Ne. Okay. Minus CLI. Editor Schön. wahrscheinlich, oder? Wollen wir Editor? Schauen wir mal. Ja. Es gab ja auch. Ist Editor die grafische Variante? Installiert das? Ja, ich denke schon. Ich hoffe es. Okay. Schauen wir mal. So, und jetzt dconf Ja, schau mal. Editor. Das gibt's ja nicht. Es schreibt jemand, installiert das Arc-Menü. Was ist denn das Arc-Menü? Da schaue ich mal. So, und da kannst du mal, ich werde vorsichtig reingehen. Weiß ich nicht, ob wir wirklich vorsichtig sind oder ob wir alles kaputt Geh mal machen. auf Aber Apps, oder? Ich würde mal Apps schauen. ja. Das wird es nicht sein. Dann geh mal auf Dash to Dock oder such einfach mal Dash oben rechts. Genau. So, das. Ja, schau mal. Geh mal auf den Ordner da. Das war nicht der Aber Ordner. das ist Geh mal im jetzt. Baum etwas Moment. weiter. Genau, so. Ach Da da, schon. Ja. okay. So, was gibt's hier? Dock fixed. Dock position bottom. Extend height. Height fraction 1. Dock. Da findet man nicht viel, oder? Dann schau doch mal, ich wäre in die .config reingegangen, in den Ordner .config. Okay. Vielleicht findet man da was. Okay, das mal so. Das Oder ist ja cd.gnome, vielleicht. das weiß ich nicht. Ich glaube sogar eher .gnome wahrscheinlich, oder? Schau mal, ls. Ach, also irgendwo gab es auch so ein Konzept, Warum ist da das ist Google Chrome drauf? Nee, Okay. nee, 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 nicht über Ja. dconf. Nicht über dconf. Ich will in die Config von dem Dash to Doc, das muss doch irgendwo gespeichert werden. Ich denke, das ist Vielleicht in liegt's. Punkt Gnome. Okay. Ah, können wir doch mal gucken hier. Dash. Und. Mach mal das vom, vom, nicht vom Punkt Config Ordner aus. Mach das mal im, Ah ja, okay, da haben wir schon mal was. Ja, ist eigentlich auch ein cooler Befehl, den kann ich euch hier auch nochmal zeigen.
Nein, ich möchte es nicht so. Ich möchte es so. Und dann mache ich einen Terminal auf. Und zwar ist das Feind. Und dann hast du gesagt Crepe. Genau, also Find und dann dieses Pipe-Symbol Genau, und Pipe. dann. Ja, Crepe. Und dann minus I war das, oder? Und Genau, dann also für Dash. Groß- und Kleinschreibung nicht beachten, genau. Genau. So. Ich finde sogar ein paar Sachen. Cool. Okay, Also, da habe ich wieder was dazugelernt. da sind Sprachpakete. Also, Share, Local ich Share, glaube nicht, genau. dass man das oder Ja, Settings genau, so. ich würde es Nee. dann nicht in JS oder so umstellen. Theming.js, das klingt doch schon vielversprechend. Oder Ich gehe da einfach mal rein. Settings.ui oder so. Okay. Aber So. vielleicht machen wir das. Oder warte mal, wenn wir da sowieso drin sind, komme ich, glaube ich, nicht in den Terminal rein, oder? Nee. Ja, also das sieht man da jetzt, ne? Können wir da irgendwas einstellen? Du kannst jetzt lustig in dieser. Eieiei, wie viele Zeilen sind denn das? Ich mache das vielleicht mal mit geedit auf. Dann ist es Oh. vielleicht etwas übersichtlicher. Also in der Datei befinden sich jetzt 3332 Zeilen. Kommen wir da weiter, ist die Frage, ne? In der Option bei Starter warnen. Ich Ja? denke nicht, dass es so gedacht ist. Warte mal, da Also. schreibt GB2, schreibt in den Optionen war Starter an den Anfang verschieben. Das wäre natürlich traurig, wenn wir das übersehen hätten. Geh mal in die Optionen. Dash-to-Dock-Einstellungen wieder. Rechtsklick einfach auf das Achso, Dash-to-Dock. genau, da. Wupp. Dann schauen wir So. mal. Automatisch. Starter wahrscheinlich. Ah, da! Da, hier! Ah. Ja, Danke, okay. GB2. Danke. Okay. Ja, manchmal ist das so einfach, ne? Okay. Sehr schön, sehr schön. Ich will mal ganz kurz schauen, was das Arc-Menü ist. Arc-Menü GNOME. Bilder. Ah, okay. Das ist genau sowas, was wir wollen eigentlich. Schau doch noch mal in die Extensions rein. So, ihr wollt das Dock in der Mitte? Nee, wir wollen das Dock nicht in der Mitte, Andreas. Passt alles. Wie kann man bei Firefox den Modus geringe Leistung ändern? Den Modus geringe Leistung? Gute Frage. Genau, das Arc-Menü wollen wir hier installieren. Na? Ah, das Unmaintained nehmen wir nicht. Das wäre wahrscheinlich das erste, wo ich drauf geklickt hätte und dann mich gewundert hätte, warum funktioniert das nicht? So. Okay, schauen wir So, mal. und Installieren. Mal gespannt. es sagt Error. Error, weil wir wahrscheinlich nicht die richtige So, GNOME-Version Supports, haben, Gnome oder? Shell 336. Wo sind wir denn überhaupt hier? Steht das da Kannst du mal in die irgendwo? GNOME-Version schauen oder in die Info? Geht es auch? Okay, einfach hier Info. Info. Genau, und dann findest du ein bisschen weiter unten Und Info über das System. Bei Einstellungen. Etwas weiter oben. okay, und. Da, genau. Ach, das da. Ah, okay. So. Was haben wir da? 330. Ja, okay, gut. 3,30 Okay. und die sagen Supports 3,36. For older GNOME versions, So, go und sind. to 1,128 brauchen wir. Wahrscheinlich Wie zum kann man hier Unmaintained, bei ne? den Unmaintained, was das so tut? Ja, wirklich. Also ich wäre mit meiner naiven Art sogar mal wieder richtig gewesen. Probier das mal. Da steht gar nichts bei. Ne? Mach Wurde mal. am 13.11.2020 aktualisiert, das passt, ne? Nö. Das will Ja, auch nicht. dann wird es nichts mit dem Arc-Menü. Dann ist es so. Vielleicht gibt es ja noch was anderes, was hier. Menu. Zorin. Ich glaube, da gibt es nichts anderes. Oh, ne Menü. Zorin-Menü, Kiran-Menü. Was ist denn Kiran-Menü? Das Mal gucken, Zorin-OS kennst du dieses ja wahrscheinlich, Bild. oder? Nur vom Namen hier, aber nie Ich benutzt. zeige es mal den Nutzern. Zorin-OS. Nee, okay, das geht auch nicht. So Ach, sieht keine Ahnung. ZorinOS aus, ja. Sieht richtig, richtig cool aus. Da muss ich ja auch quasi noch mal parallel hier. So, was das macht. Was suchst du denn? Ich gucke jetzt auch gerade einmal. Aha, okay, gut. Irgendwas mit Blau. Gut.
So, weiter im Text. Was wollen wir als nächstes, wo das jetzt nicht geht? Ich hätte gesagt, wir installieren uns ein schönes Item-Icon-Thema erstmal, oder? Von mir aus, also ich bin da ganz Ja, cool. entspannt. Machen wir das doch mal. Geh mal in, genau, im Terminal kann man das direkt sogar eingeben. Es gibt sogar super viele Themes, die hier schon drauf sind. Sag mal sudo apt install oder ja, erstmal apt install, genau. Ich mache das vielleicht noch ein bisschen größer. So. Und zwar, genau, gib mal e-Papyrus und dann mal die Bash-Completion mit Tabulator. So Fehlt mit E? irgendwas? Ja, genau. Also ansonsten machst du einen Also Bindestrich da. zwischen e und Papyrus. Okay. Nee. Findet er nicht. Gib mal Oder nur Papyrus geht ein. das bloß mit APT? Das ist egal. Okay. Nö. Okay, gibt's auch nicht. Gut, dann machen wir es manuell. Dann machen wir es manuell. Papyrus minus Icon Theme, das? Ja, genau das. Ja. Okay, dann war das da. Okay. So. Schwupp. Huiö. Schwuppdiwupp. 114 114 MB MB. mehr. Einfach go hier. Die ISO wird ganz, ganz groß, ja, wenn wir uns dann um das Thema kümmern. Das könnte ein langlaufendes Projekt werden. Könnte es, ja. Ein stetig wachsendes Projekt. Absolut, ja. Oder sag mal, wie viel Gigabyte hat denn deine VM? Ja gut, das machen wir dann nach dem Stream. Dann kannst du mir doch einfach die VM schicken und dann können wir dann bei mir das nächste Mal Genau. weitermachen, so, ne? Also wir können das ja auch so machen. Ich weiß nicht, ob wir Genau. dazu irgendwie im sinnvollen Ergebnis herkommen, dass es überhaupt jemanden interessieren würde. Einfach das Ding exportieren und ich lade das da hoch und dann kommt unten in den Text dann der Link rein. Irgendwie so. Also, Oder wenn wir es ganz basisch machen. Kommt drauf an, wie viel Lust wir drauf haben. Wenn wir sagen irgendwann, nee, wir haben keine Lust mehr drauf, dann schickt oder stellen wir euch das natürlich zur Verfügung, was wir geschafft haben. Aber wir werden dann wahrscheinlich dann auch nicht weitermachen. Kommt drauf an, wie viel Lust wir haben. So. Ja, nee, also, Also, ja, was meinst du? wir sind ja jetzt bei 4,7 Gigabyte, hat das bis jetzt verbraucht. Das So, ist okay. können wir mal. Dann So, haust machen du mir wir das so. Ganze einfach in die Nextcloud, ja? Dann können wir das einfach machen. So. Sind wir ja sogar bei 4 insgesamt. Ja, Das schau passt mal. schon. So, jetzt haben wir dieses wunderbare neue Thema da. Und dann kannst du mal in die Optimierungen wieder gehen. Hinterher werde ich noch ein Gnome-Spezialist Absolut, ja. nach dem Abend. Dann will ich nichts an. Doch, doch. Aber doch, So weit wollen wir wahrscheinlich will doch ich. wieder nicht gehen. Ne? Geh mal auf Erscheinungsbild, ne? Genau. Genau. Und dann Und kannst du unter Icons da liegt Symbole das. heißt das, Symbole. Mach mal Add Weiter Dark. Ich finde Add Weiter Dark auch viel, viel schöner. Dark. Oh, die Yeah. Metal-Variante. So, und Symbole, da gibt es jetzt ja auch Dark oder Mach mal das Light oder was? Papyrus Dark. Oder E-Papyrus. Warte mal, E-Papyrus hat jemand vorgeschlagen. Ja, warte E-Papyrus, mal, okay. das haben wir doch schon im GNOME installiert, im ganz normalen GNOME. In meinem anderen Video meine ich natürlich. Das haben wir auch schon in Also, unserem anderen Video gehabt, das wir bauen Papyrus. das jetzt bloß quasi nochmal nach. Das weiß ich So. nicht, ne? Ja, bis jetzt sieht schon etwas so aus, ja. Was wir machen könnten, wäre beispielsweise den Mauszeiger noch ändern. Oder wollen wir erstmal. Was würdest du noch bei dem System verändern? Also Mauszeiger kann ich jetzt nichts ändern. Genau, Da da gibt es müssen wir bloß noch das was und damit machen. ist es Ja, vorbei. ja. Shell sagt hier irgendwie Warnung, Benutzerthema war nicht aktiviert. War noch ein Hintergrundbild, ist noch was Schönes bei. Vom Es gibt noch verschiedene. Okay. Default. Desktop-based. Geh mal auf Was Abbrechen. zeigen? Wie hast du denn das gemacht jetzt? Ich bin da einfach drauf gegangen, auf Ja. dieses Ach Pfeil nach so, oben. ja, da würde ich auf. Geh mal auf wieder dieses XML oder sowas, wenn es es gibt. Background XML. Okay. Desktop-Background. Genau. XML. Genau. Da mal öffnen. Und dann kann man das nämlich nicht in Tweaks einstellen oder in den Optimierungen, sondern in den Systemeinstellungen. Kannst du Rechtsklick auf den Desktop machen Okay. und dann Und sagst dann Hintergrund ändern.
Okay. Ah, okay. Und dann kannst du es da einstellen. Da gibt es verschiedene. Aber ja, gut. Das ist ein anderes Hintergrundbild, wäre natürlich etwas fad. Also einfach nur ein anderes Hintergrundbild. Aber da können wir mal ändern, was es so gibt. Such dir was aus, was dir gefällt. Willst du den Schal oder Ja, was haben wir denn das da? Holz? Ist ein Ah, das gibt ja. Das Kilimanjaro besser, fragt gibt hier, das gibt E. Schrott Elru. Manjaro. Oh. Ich würde mal sagen, geh mal weiter hoch. So. Ja, das fand ich auch Oder, cool. Ja, mach mal das. das ist irgendwie. Aber zu dem dunklen Thema passt es natürlich nicht so. Eigentlich müsste es Ah, jetzt. Ah, jetzt okay. baut sich das auf. Ja, okay. Mal gucken. Ach so, diese. In dem anderen Video hattest du ja auch drin, dass es hier solche Maximieren und Minimieren-Icons Ja, das können wir gleich noch machen gibt. in den Das Optimierungen. fand ich eigentlich ganz gut, denn so ist Ja, es irgendwie. absolut. Hier ist ein Dann geh bisschen doch kacke. mal in dein Erscheinungsbild, da wo du jetzt eben warst. Verdammt mich echt. So. Das muss doch irgendwo. Du gehst einfach links auf dein So, unter ich Alt-Tab hab's ganz hier. einfach, ne? Und dann gehst du Erscheinungsbild. mal auf Fenster Titelleisten, glaube ich. Und hier So, Mitte kannst du hier. Maximieren und Minimieren aktivieren. Ah, ja. Ja, Schön. schau mal. Och, wie das Boah. geht. Wow. Es sieht noch sehr, sehr schlimm aus, oder? Also ich finde es ein bisschen dark, aber das soll ja so sein. Hm, vielleicht suchen wir noch was anderes und da Nein, schaue ich mal. ist vollkommen in Ordnung. Ist ja bloß Ja, für Demonstrationszwecke hier. das muss schon schön aussehen. Das muss schon schön aussehen. Und zwar gibt es die Seite gnomelook.org, glaube ich. Gnome-look.org, genau. Ich muss mal ein bisschen was trinken hier. Gibt es gefühlt mit jedem anderen Desktop auch. Also wenn ihr beispielsweise auf xfce-look.org geht, dann kommt er auf alle XFCE-Themen, die es so gibt. So als kleiner Hinweis. Und bei gnomelook.org können wir jetzt andere Sachen nochmal holen. Dann können wir hier einmal schauen. Wir sagen einfach mal Gnome Shell Themes haben wir hier einmal. Und dann haben wir auch einmal beispielsweise Gnome Ah, GTK 3 Moment. Themen brauchen wir. Oder Moment, es gibt ja so ein Rating, ne? Kann man ja mal gucken, was total beliebt ist. Ja, absolut. Da unten, ne? Da bei Popularity haben wir Oder? hier ein Weit-Sur GTK-Thema. Das sieht ungefähr so aus. Boah, das sieht da cool aus. Hier, Das wie nehmen heißt wir. das? Candy-Icons? Ich schicke dir das mal schnell per Jitsi rüber. Ja, okay, das ist natürlich nervig, wenn ich jetzt hier alle Elemente entfernt habe, ne? ich reloade mal schnell. So, zack. Hui, ach, wie schnell das geht. So, ja. Du musst mal im Jitsi bitte mich zulassen, weil ich habe da so eine Lobby aktiviert. Also du hast mir hier so eine Bildschirmfreigabe. Ach Quatsch, jetzt bin ich Da hier selbst. unten irgendwo. So, Irgendwo muss eine Nachricht unten. stehen oder so. Muss mal schauen. Ich würde jetzt erstmal sagen, Du bist. Teilnehmer einladen kann ich? Oder auch Ja, Sicherheitsoptionen? nee. Hast du hier nicht irgendwo Lobby oder sowas? Sobald jemand die Anfrage annimmt, das musst du irgendwo finden. Chat, Ansonsten gehen wir Bildschirmfreigabe. einfach in einen neuen. Machen wir einfach ganz schnell Linux Guides 2. Sage ich hier zack. Und dann sage ich hier, So. hüpf mal schnell rein. Okay. Einfach oben eine Genau. 2 in den Link. Genau, jupp. Und nochmal. Genau, dann mache ich da mal zu. Nicht, dass uns jemand anders dazu joint. Gut, jetzt kann ich es dir schicken. So, jetzt kannst du auch mal deine Bildschirmübertragung dann starten gleich, wenn du willst. Ach so, das andere ist jetzt komplett dicht. Okay, Genau. warte mal hier. Beenden. Upp. Ja, also wir machen das hier gerade zum ersten Mal so live. Ne? Das ist halt alles gerade live. Aber das kriegen wir tatsächlich das nächste Mal, bin ich mir ganz sicher, besser hin. So, genau. Und dann klickst du mal auf den Link. Und das Thema finde ich richtig cool, muss ich sagen. Gnome Das erinnert mich schon fast an ein Look. iPad oder sowas. Ne?
Da kriege ich ja fast Zahnschmerzen von. Wir machen nicht das Hintergrundbild, um Gottes Willen, ne? Aber. So, P. Jetzt muss ich von da nach. Obwohl. Nee, das müsste doch. So, und dieses Thema da, da gehe ich mal wieder hier drauf, genau. Okay. Ah, ne? Ich kann dir die Nummer schnell. Moment, also ich hab's ja. Ich probiere so. Bloß gerade, ob hier die. Nee, muss ich hier noch. Moment. Die Zwischenablage, ne? Nee, genau. Ich zeig dir schnell, wie du es findest. Ich zeig dir schnell, wie du es findest auf der Seite. Moment, ich glaube, das ist schneller. Nochmal. So, und wenn nicht, dann. Nee. Hä? Nee. Warum geht das ja, nicht? Wahrscheinlich die Extensions sind nicht drin. Die Guest Editions sind nicht drin. Geh mal bisschen weiter runter. Bisschen weiter runter nur in der Webseite. Okay. Und dann findest du schon bei Popularity 1 das White Shure GTK oder White Shure GTK Theme. Ach, da. Ja, okay. Genau. So, gehe ich nochmal hier. Zack. Und dann Steuerlimiter anzeigen hier bitte. Zack. Ja. Okay, ich brauche hier wieder den HTML Remover. Zack. Und dann hier zack. Okay. Und da, genau, kann man dann nämlich auf Download klicken. Da gehst du mal auf Download. Ne? Das Install das braucht man nicht. Das ist dann so ein eigener Client. Den braucht man nicht. Okay. Und da wählst du, warte mal, ich mache hier mal Webcam Links, Übergang, zack. Und dann gehst du mal auf das Light Tar XZ. Das hätte ich gesagt. Okay, das erste, okay. Jo. Wenn nicht, dann klicken wir uns auch noch ein bisschen durch hier. Genau, Download, so. Genau. So, dann gehe ich mit mal. Mit irgendwas öffnen oder? Ja. Einfach speichern, oder? Einfach speichern. Okay. So. Runter. Und dann gehst du auf dann gehst du erstmal in den Dateimanager. Den kannst du ja unten mittlerweile öffnen, ne? In dem Dash-to-Doc natürlich. Okay. Jo. So. Dann gehst du mal auf Downloads, rechtsklick und sagst entpacken. Hier entpacken. Weiter runter. Okay. Hier entpacken. Ach, da, das gibt es immer extra. Okay, genau. Okay, gut. Okay. So. Und dieses machst mal Steuerung X, also ausschneiden. Okay. Und gehst in den persönlichen Ordner wieder und drückst Steuerung H. Damit kann man die versteckten Dateien anzeigen. Mhm. Und dann erstellst du einen neuen Ordner. Und den nennst du Punkt Themes. Okay. Ah, genau. Und da jetzt rein, ne? Und da gehst du rein, genau. Steuerung V. Genau. Denke ich mal. Geh noch mal kurz rein. Nicht, dass da noch mal Unterthemen sind. Manchmal ist das so. Nein, das sieht gut aus. Okay. Wir haben hier unsere index.theme-Datei. Das passt. So, dann kannst du mal auf die Optimierungen wieder gehen. Das ist unten in der Leiste. Das mit dem Zahnrad. Offene, das Ding da. Das okay. Das linke, meine ich. Das linke mit dem roten Zahnrad. Der Fuß. Ja, der genau. Fuß. Okay. Ich habe nur das Zahnrad gesehen, sorry. So, dann gehst du mal auf Erscheinungsbild, ja. Und dann schauen wir mal, ob wir das finden. Nee, noch nicht. Dann schließ das Ganze mal und dann öffne es nochmal neu. Ja. So. Das kannst du auch mal schließen hier. Das kannst du auch mal schließen. Das brauchst du da nicht. Das ist ja nur die Einstellungen. So, gut. Zack. Und, genau. Und, ach nein, da. Und, wenn ich jetzt hier sage, geh nochmal auf Optimierungen. Auf Optimierungen nochmal. Das geht so nicht. Okay. Manchmal funktioniert es, wenn es dann halt quasi irgendwo in der bei der Konfiguration irgendwo eingetragen ist, dass er auf mehrere Wörter reagiert. Das könnte man aber einrichten. So, jetzt schaust du mal auf Shell. Das geht noch nicht, oder? Ah, okay. Nee, geh mal auf Erweiterungen. Links. Mhm. Und dann kannst du irgendwo User weiter runter. Ach, guck mal hier, dieses Arc-Menü. Das ist drin. Auch wenn es nicht funktioniert, aber es ist drin. Es ist komisch, ne? Naja, egal. Einstellen kann man es auch. Man kann es nicht aktivieren. Okay. Vielleicht liegt es an einem Applications-Menü. Mach mal das Applications-Menü raus. Ja, okay. Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ja, gut, dann machen wir das. Das Application-Menü braucht man, glaube ich, gar nicht, oder? Ja, gut. Das machen wir jetzt nicht. So, geh mal weiter runter auf jeden Fall. Mhm.
Und dann müssen wir irgendwo User-Themes finden. Ob es ist da Ach unten, da, genau. ja, genau. Dann sagst du Da. das mal. Und jetzt gehst du mal auch auf Erscheinungsbild. Geh nochmal aufs, beispielsweise auf. Ja, okay, dann müssen wir es wahrscheinlich nochmal neu öffnen. Könnte ich mir vorstellen. Ach hier, da ist es Ja, doch. genau, das kannst du auf jeden Fall schon mal machen. Aber vom GNOME-Thema gibt es auch mittlerweile. Ja? Als GNOME-Shell-Thema. Das heißt, du kannst es mal schließen nochmal. Ach so, ah, okay. Gut, so, und jetzt noch mal Und dann Optim. einmal Optim. Genau. Boah, ja, das müssen wir jedenfalls das nächste Mal machen, dass ich das mache, weil das ist teilweise sehr verpixelt. Ja. So, Vorgabe. Und dann Ach sagst du so, es White jetzt to ist da. Light. Genau. Schau mal. Oh ja. Hey. Das ist blau und. Ach so, das ist sowieso transparent, ne? Ja, genau. Ah, dann. Ah, Ah, dann ist wir das brauchen ein ja. anderes Hintergrundbild. Das sieht nicht schön aus. Das beißt Och sich. Mann, Och, das Mann. beißt. Ah, ist da jemand wieder unzufrieden? Ja. So, das ist ja. Na gut, dann. Und? Was soll es sein? Was in rosa? Rosa wäre schön. Das hier, das ist doch schön, ne? Es würde wahrscheinlich sogar gut zum Thema passen, oder? Mach doch mal das Winterbild da rechts. Das Winterbild. Das sieht doch cool aus, oder? Boah, nö. Oh. Ja, schau mal. Okay. Wunderbar, dann haben wir das. Aber ich glaube, wir sollten uns langsam auch mal daran setzen, dass wir einen gescheiten Software-Manager bekommen. Ja, ich erinnere mich noch bei dem Video, wo du meinst, da, dieser Software-Dings da, der ist eigentlich nicht so gut. Der kann kein Flatpak, jedenfalls nicht richtig auf jeden Fall. Das ist ein bisschen Ah, blöd. okay. Jetzt haben wir da auch ein anderes Menü. Schau mal, oder? Das sieht ein bisschen Jetzt haben anders wir aus. oben ein Ange. Oder was ist denn das? Naja, Das ist okay. das von dem Thema wahrscheinlich, oder? Die sieht schon sehr nach diesem Thema Ja. aus. Ja, okay. Geh mal Cool. auf das Software installieren Symbol. Da haben wir ja anscheinend irgendwas schon. Das rechts neben dem Das ist Dateisymbol. Geh das mal da, drauf. ne? Das ist schon drauf, ne? Wow, okay. Geh mal, ja, Kategorien finden wir hier. Beispielsweise, wow. Geh mal auf Grafik und Fotografie beispielsweise. Okay, da finden wir dann die Sachen, oder? Ja, genau, okay. Gut, das ist jetzt halt, sagen wir es mal so, der Standard. Ich weiß es nicht. Hättest du Lust, dass wir das einrichten, dass man irgendwie schaut, sobald, dass wir so ein Flatpak-Installer quasi machen. Das heißt, wenn man auf die FlatHub-Seite geht, die zeige ich euch mal. FlatHub.org heißt die Seite. Dann kann man nämlich hier, wenn man irgendeine Anwendung findet, kann man einmal auf Norca beispielsweise, ja, Norca, wow, von mir aus Norca, dann kann man hier auf Install gehen und dann lädt der automatisch jetzt in dem Fall so eine Datei herunter. Man könnte das aber auch so einstellen im Firefox, dass er dann halt quasi ein Programm damit aufruft und dass das Programm dann automatisch die Flatpak-Ref installiert. Das, was dann technisch geschieht, das ist gar nicht so schwierig. Das zeige ich einfach nochmal schnell. Kann man einfach, gehen wir mal in Downloads rein. So. Nein. CD. Nee, ich wollte einfach mal LS machen. Okay, wir haben ja gar nicht so viel drin hier. Und da haben wir diese Flatpak-Ref. Und die kann man, glaube ich, ganz einfach installieren, wenn man einfach eingibt: Flatpak install und dann ganz einfach dieses com.github. Ich mache das vielleicht mal ein bisschen größer. Dann seht ihr das vielleicht auch richtig. Vielleicht einfach auf die linke Seite so. Kann ich das machen? Genau. Und dann mache ich das ein bisschen größer. Schaut mal. Und dann kann ich einfach sagen: Flatpak install com.github tenderroll.norca flatpak ref. Eingabetaste. Und dann findet er das dann halt automatisch. Ja, und dann sehen wir hier, okay, gut, der braucht verschiedene Permissions und so weiter. Man kann das sicher dann auch irgendwie mit minus J wahrscheinlich auch dann ohne, genau, ohne Frage dann installieren lassen. Jetzt habe ich mir das wirklich heruntergeladen und installiert. Naja. Und genau, sowas könnten wir ja irgendwie automatisieren. Dass man ganz einfach hier draufklickt auf Install.
und dass er dann automatisch das installiert. Das heißt, man kann ja im Firefox dann auswählen, okay, gut, öffne die Datei mit. Und dann können wir ja quasi so ein kleines eigenes Skript schreiben, was wir dann so als Programmstarter dann reinnehmen, welches dann quasi dann diesen Befehl ausführt. Hast du da eine Idee, wie man das machen könnte? Ich gucke gerade mal, was es da gibt. Also hier auf dieser Flatpak-Org-Seite, da gibt es für verschiedene Distributionen verschiedene ja, so Hilfeseiten. Genau, aber die sind okay, nicht so ausschlaggebend. Ne? Gnome, okay. Get Setup, genau. Und dann haben wir hier ganz viele Distros. Ja? Das kann mittlerweile auch auf den Raspberry Pi Flatpaks installieren. Das ist unglaublich. Alles Mögliche. Und gehen wir mal, was ist denn das für ein Clear Linux? Clear Linux, was ist denn Clear Linux? Finden wir ganz neue Distributionen. So, was Bilder. Gibt auch was mit dem Esel, das heißt Sulin OS, sagt mir auch nichts, aber ich glaube, wir schweifen gerade leicht vom Thema ab. Kann das sein? Nein. Gar nicht. Also wär jetzt nur so eine Idee, die ich reingenommen hätte. Ja, aber genau. Kommt drauf an. Wenn du sagst, nee, wir wollen... Was würdest du jetzt machen? Weil am Ende würden wir ja jetzt quasi schon fertig sein. Aber so viel einzustellen gibt es ja nicht mehr. Außer ein paar Tastenkombis ja. Oder sowas, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Und beispielsweise, um das jetzt nochmal zu zeigen, das wäre doch eine coole Sache nochmal. Aber wenn du sagst, hey, wir können uns ja jetzt schon mit dem ISO-Installer da rumschlagen. Das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte bloß hier die ganzen Distributionen, die es da noch alle gibt. Ach so, ja klar, nee. Mit Hund, Katze, Maus, da ist ja irgendwie absolut. Alles dabei. Absolut, und was macht der traurige Pinguin da? Das ist Cleo. Ja, genau. Kann man gar nicht lesen. Der traurige Pinguin. Ja, der sieht irgendwie nicht zufrieden aus. Also, wenn das von der Art her sowas Ähnliches schon gibt, mit wie diese Gnome-Sachen, das müssen wir mal gucken. Also, ich kann mir vorstellen, dass es sowas gibt. Automate Installing. Also es gibt halt beispielsweise jetzt, wenn ich das bei Linux Mint dann im Firefox öffne, kann ich mal ein neues Fenster öffnen. Und wenn ich jetzt hier mal auf flathub.org gehe und dann hier beispielsweise Videotrimmer, den brauchen wir natürlich auch. Wenn er mal jetzt hier Install sagt, dann kann man hier direkt sagen, ja, öffne mit Software Manager beispielsweise, ne? Aber das funktioniert ja dann über dieses Gnome-Software nicht so. Und von daher wird es diesen sowas wahrscheinlich gar nicht so geben. Aber wir können mal googeln auf jeden Fall. Was wäre das? Wäre doch ein relativ einfaches Shell-Skript sogar, oder? Könnte doch ein relativ einfaches Shell-Skript schreiben, womit er ganz einfach das erste Argument nimmt als Pfad und dann was wollte ich sagen und dann halt ganz einfach die Datei dann halt so installiert. Müsste ja relativ easy sein, dass er dann so einen Befehl in sich ausführt, oder? Ich bin mir nicht sicher, wie das realisiert ist unter Firefox. Ich denke mal... Wieder die Sachen öffnet, meinst du, ne? Die wie Argumente aussehen. Ich gehe mal davon aus, dass es ganz einfach das erste Argument ist. Aber wie willst du das da rauskriegen? Eigentlich müsstest das du ihm ja... Das kann ich mal ausprobieren. Ich gebe einfach mal Mint Install, heißt es, glaube ich, oder? Oh, du dickes Ei, wie viel gibt es da? Mint Install und dann kann ich sagen, ganz einfach, kann man ein bisschen größer nochmal machen. Achso, was? Ja, gut, das ist ja fürs Gnome. Und dann kann ich ganz einfach das wahrscheinlich dieses Flatpak-Ref hier aufrufen. Dieses com. Ja. Detected System Architecture sagt er jetzt hier. Zack, 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 zack. Alles Mögliche. Und dann müsste er das, glaube ich, gleich öffnen. Warte mal kurz, oder es funktioniert tatsächlich anders.
Bis jetzt sagt er nämlich noch nichts. Deleting all Screenshots, sagt er. Nee, das geht schneller sonst. Also es dauert natürlich immer ein Momentchen, bis er das dann lädt, aber so funktioniert es nicht. Das. Also deinem Chat steht ja alles möglich, aber das ist ja eigentlich das, was wir vorhaben. Also das mit, oder Gloom Software? Nee, das brauchen Gilt wir nicht, das? Andreas. Also, Nee, das ist, also wir wollen ja das so gibt sowas es haben für den natürlich. Browser, ne? Genau. Ja, das Blöde ist, Andreas, dass bei Debian dieses GNOME Software Plugin, Flatpak, richtig blöd ist. Das kann keine Plattformen dazu installieren. Also, ich weiß nicht warum und war keine Ahnung, aber es ist einfach nicht cool zu benutzen. Also bei manchen Anwendungen funktioniert es, aber sobald du eine andere Plattform dazu installieren musst, dann wird er das nicht installieren können und sagt er am Ende wird mit einem Fehler abgeschlossen. Und dass dann sowas in Debian Stable drin ist, das, naja. Genau, GNOME Software kann auch normalerweise Flatpak und die neuere GNOME Software kann das, glaube ich, auch so. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Aber halt diese Debian-Version halt noch nicht. Aber es müsste doch relativ easy sein, oder? Dass wir dann sowas hinbekommen. Was passiert denn da? Da gibt es doch Braun hier dieses das Firefox Taster. Execute. Ach so, okay. Ja. Also, Execute okay. Software Installation. Program. While in Dialog open with. Ich google einfach mal so. Browser steals focus from from program selected to include application in the open with Dialog box. Das ist natürlich erstmal wichtig. Oh, das ist dann wieder C Sharp. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Nee. Firefox Program Command Download Open vielleicht. Ach genau, ja. Change what Firefox does when you click on Download a File. Preferences. Ja, ich lese nebenbei ein bisschen die Kommentare im Chat. Ich weiß gar nicht mehr, was die genau vorhaben. Ja, das geht mir so ein bisschen auch im Moment. Eigentlich hatten wir was anderes vor, aber Ja gut, dann lass uns das was nein, anderes machen. da, Was würdest du vielleicht denn kriegen jetzt wir. machen? Also, wo das jetzt so ist, Aber ich denke wirklich, wie. dass wir da wahrscheinlich nicht weiterkommen. Ne? Schnell, Firefox Das auf. lädt das bloß runter. Also, keine Ahnung, wie das geht. Hier müsste man sich noch mal irgendwie angucken, wenn einen das Oh, interessiert. das geht sogar relativ zügig. Klick mal auf irgendwas. Also ich habe oben Ah, gibt es okay, ja nee. dieses Install. So, und wenn ich da sage hier Software Installation Default, kann ich machen. Und ich weiß nicht, ob das, also Wird sie nicht öffnen, ne? habe ich jetzt ein zweites Gimp hier drin? Habe ich jetzt zweimal? Custom MIME Gnome. Da schaue ich einfach mal. Nee, das wird so nix. Das wird so nix. Also wir können natürlich machen, wir können das GNOME Software Plugin schon mal installieren für Flatpak, aber dann kann man halt keine Plattformen dazu installieren. Das ist halt natürlich nur semi-optimal. Genau. Ach, hast du schon installiert, oder? Also ich habe das schon mal gemacht Ach hier, gut, ja, gut, dann passt ja. aber ich habe das vorher ja einmal im Browser anklicken gemacht und danach einmal und Wahrscheinlich muss man sich da reloggen nochmal. Das könnte sein. Oder neu achso, einmal starten. im Ja, Aus. Okay. ja. Das könnte sein. Aber ja, nee, was wollen wir denn noch machen? Oder wollen wir erstmal so sagen, okay, gut, das ist jetzt unsere Etappe für heute und das nächste Mal können wir schauen, inwiefern wir unsere ISO zu laufen bringen. Wir können ja einmal hier mit dem Calamares, was du da, Ja. das haben die Zuschauer natürlich nicht gesehen. Nee. Wir haben uns vorher kurz einmal 5 Minuten zusammengeschmissen, was wir noch so wussten. Ich habe einmal Genau. Preseeded in den Raum geworfen und Jigdo. Damit kann man irgendwie so ISOs bauen unter Debian. Habe ich mich nie mit beschäftigt, aber hatte ich noch im Hinterkopf, dass das so heißt. Muss ich nochmal gucken, ob das wirklich so heißt. Und ja. Und dieses Calamares, das können wir uns, wir können ja einfach nochmal auf die Seite gucken.
Ob da irgendwas Schönes beisteht, ob das da so ein Mini-Hautor gibt, Bei weiß ich nicht. Calamares meinst du? Ja, genau. Genau, ja, so schaue ich auch mal drauf. Also es gibt so ein Wiki auf jeden Fall. Und dort findet man auch so ein Developers Guide. Ja? The Developers Guide contains information on building Calamares. Und jetzt Design und Localization. Much of the technical documentation is in README files, in the source code und so weiter. So, da haben wir einmal Coding Style und Release Process. Ja. Und Coding Style können wir an Calamares hacken, quasi, wenn man so will. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Kann man dann wahrscheinlich dann nochmal schön einstellen oder verschiedene, ich sag mal, Optimierungen vornehmen. Wir wollen ja eigentlich nur einen relativ Standard Calamares-Installer. Und dann kann man hier einmal, genau, einmal halt steht da, wie man das wahrscheinlich testet erstmal. Also wir fallen hier eher unter dem Users Guide. Den Users Guide, meinst du? Das, also in der VM habe ich es jetzt auch offen, also müsstest du ihn auch sehen. Also gibt es ein bisschen weiter unter. Wir sind ja aus deren Sicht keine Entwickler, sondern Anwender. Ne? Würde ich jetzt Ja, erstmal so ja, sehen. ja, ja, ja. Install your system. Schau mal rum, weil ich glaube, das ist Ja. wirklich für den Nutzer, wie er dann das System installiert. Ja, welcome to the Nicht wahr? installer, ne? Ja. Wohl? Hm. Nicht das, was wir suchen. Das stimmt. Guckt euch mal Live-Bild an. Das ist offiziell, schreibt einmal Gamer Brownie. Ich glaube, du warst doch Gamer Brownie früher, GB2, oder? Ich glaube es. So, genau, Live-Bild. Okay. Was ist denn Live-Bild? Gibt's dazu Paket? Schauen wir doch mal. Gibt was im Ubuntu Wiki? Wenn brauche ich mir eher Debian. Okay. Man Pages. Es gibt ein Debian-Paket, das ist schon mal gut. Bitte die Okay. ISO bauen, aber jetzt auch schnell. Zack, zack. Ja. Wir haben noch keine Zeit. So, mal Ja. gucken. Ich installiere das jetzt einfach mal, dieses Paket, was Live-Bild heißt. Ja. Ja, und gucken. Gibt es da was Schönes für? Ja, Live-Bild. Gibt es Live-Bild-Debian. da was? Natürlich sehr, sehr schade, ne, dass unsere VM-Technik, die wir da letzte Woche ausprobiert haben, dann doch leider so scheitert. Weil sonst könnten wir ja quasi da beide gleichzeitig dran arbeiten. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Ja, dann müssen wir uns nochmal wirklich genau überlegen, wie wir das hinkriegen. So, Debian Live. Aber Debian Live ist doch. Ah, framework to build Live System Space und Debian. Ach, okay. Das habe ich auch gesehen, tatsächlich, aber gemeint so, hey, das ist einfach eine Live-CD. The Debian Live Team produces a tools used by the Debian CD Team to produce official Debian Live Images. Live-Bild Guide. Da Live-Bild muss ich auch mal Guide. Okay. schauen. Da schauen wir mal. Corona Labs, generating Live Builds. Ob wir das brauchen? So, Debian Live Manual hier, ne? Live Team.pages. Gucken. Eieieiei. Ich glaube, jetzt wird's. Installation Requirements. The Basics. Oh nein. Oh, das könnte viel werden. Ja, gut, dass es natürlich nicht leicht wird, ist natürlich klar. Ach so, ja, okay. Die Bootstrap, ja. Ah, genau, das habe ich schon mal gemacht. Das Paket hier Live-Bild installiert, dann. Nee, vom Source wollen wir nicht. Genau. So, noch da. Ein bisschen größer hier für den Stream. Vom Source können wir das immer machen. Genau, brauchen wir nicht. Ah, und dann kann man. Ah, okay, dann kann man sich da dann entlang hangeln, ne? Einmal nach oben.
Installation, genau. Dann haben wir The Basics. Overview of Tools. Das geht da, glaube ich, sogar, ne? Ja, mal gucken. First Steps. Building an ISO Hybrid Image. MKDIR Live Default. CD Live Default. Ich mach das einfach mal Libconf. so. Zack. Bild. Ich schaue mal wieder bei ihr drauf. Ja, jetzt kommt, glaube ich, der heiße Mist. So, jetzt LB-Config. Zack. So, jetzt hat das irgendwelche. Genau. Okay, das ist wahrscheinlich. Ja, so müsste man das eigentlich sehen können, ne? Nicht, dass da wieder Köpfe vor sind. Gucken, was haben wir da drin? Okay. Das sieht Da ja haben schon wir mal schon nicht mal. schlecht aus, ne? Keine Ahnung, ich würde da jetzt noch keine Wette drauf abgeben, ob das Ich gut oder auch schlecht nicht. ist. Es sieht nach viel aus. So. Ja, das auf jeden Fall, ja. Und LB Bild. Okay. LB-Bild. Achso, okay. Wenn es das meint, dann soll es so sein. Musst aber, glaube ich, LB-Bild. erstmal wieder in den Ordner, oder? Kann das sein? Da war ich noch drin. So, Da warst du und noch jetzt. drin? Nee, oder? Schau mal, Was? du bist im persönlichen Ordner von Root dann. Ach, bin ich da. Okay, Moment. PLD. Stimmt. Das wollte ich ja nicht. Dann was für eine Config hat er denn genommen? CD Home Testern, ne? Genau. So, und das war jetzt was? Live Default. So, nochmal. Jetzt da nochmal drin. Achso, ja, genau. Das ist das die Bootstrap, was er hier macht. Also er baut jetzt in dem Verzeichnis erstmal so ein minimales ja, Root-Dateisystem auf. Das ist was, also das ist wirklich ganz Da bin praktisch. ich gespannt, was das wird. Aber hey, so machen es die Genau. Debian-Entwickler, ne? Also es wird schon irgendwie funktionieren. Nur ob das irgendwelche dahergelaufene Laien wie wir können, ist natürlich die Frage. Aber das probieren wir mal aus. So, genau. Das probieren wir mal aus. Genau. Ich glaube, jetzt ist gerade eine gute Zeit, Fragen zu stellen, falls ihr noch Fragen haben solltet oder Ideen, was wir auch noch machen könnten in den nächsten Sessions. Wir wollen das so ungefähr alle Woche bis alle 2 Wochen machen. Wenn ihr da einfach Ideen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir notieren die uns gerne und machen dann vielleicht was Cooles draus. So. Genau. Also wir haben uns ja so grob was überlegt oder vielmehr ich hatte erstmal so Ideen in den Raum gestellt und das nicht schnell genug Nein gesagt, dass wir so verschiedene Formate quasi machen, dass wir vielleicht interessante Leute haben, die ihr Projekt vorstellen können, Open Source Projekt oder was anderes Interessantes, was also auf dem Open Source Bereich tut sich ja auch politisch im Moment ein bisschen was, die dazu vielleicht einfach mal was sagen können, wenn eine neue KDE-Version raus ist, vielleicht jemand aus dem Projekt, der sagt, ja, übrigens, die neue Version ist gerade rausgekommen, wir haben diese tollen neuen Funktionen da drin. Vielleicht sowas, wo denn Jean und ich quasi so ein bisschen das in die richtige Richtung schubsen und dann jemanden interviewen. Ihr könnt dann Fragen dazu stellen, vielleicht sowas zu machen. Oder dass wir gegenseitig uns Spiele so ein bisschen beibringen Genau. oder solche Sachen. Oder Projekte ganz allgemein, wo wir uns einfach mal was angucken zusammen. Aber alles ohne viel Vorbereitungszeit. Das ist ganz wichtig dabei. Ja, Denn die haben wir nicht. genau, die Also haben ich wir nicht, jedenfalls ne? nicht. Nee, ist einfach ganz bewusst so gewählt, dass quasi ihr dann auch quasi daraus lernen könnt, wie wir dann an solche Probleme rangehen, ja. Und sicher gibt es nicht den richtigen Weg, den wir gehen, ja? Auch überall nicht, ja. Es gibt immer 2 Wege oder es gibt immer mehrere Wege, wie man sein Ziel kommt. Und von daher, ja, euch vielleicht auch noch mal ein paar Denkanstöße in verschiedenen Sachen zu geben, aber natürlich auch ganz einfach, um euch was Neues beizubringen, ja. Ja, beispielsweise ich kannte den Befehl zwar schon irgendwie, aber heute haben wir den Befehl find pipe grep-i und dann das Suchwort erhalten oder gefunden, gelernt, sage ich mal.
Und genau, dann findet der, glaube ich, wirklich erstmal alle Sachen. Nee, okay, gut. Ich bin gerade in Downloads, dann findet er nichts. Wenn wir jetzt im persönlichen Ordner wären mit CD, Punkt, Punkt, zack, dann genau, würde er hier noch verschiedene Configs oder so weiter finden. Genau. Ja, also falls ihr da Ideen habt, schreibt das gerne mal. Möchte der Hauke mal beim Tux-Flash dabei sein, fragt Sand of Sinner. Weißt du, was der Tux-Flash ist? Ich weiß es nicht. Und Du vielleicht weißt es bin ich. nicht. Nee, Ja, ich weiß es nicht. Erzähl doch mal. wir haben als Tux-Target-Team einen Podcast gestartet, den Sand of Sinner so ein bisschen. Also hinter Sand of Sinner steckt der Michael, wenn ich das mal so sagen darf. Oder Micha kurz. Der ja, ist halt in unserem Team dabei und der ja, organisiert den Podcast, macht da alles dahinter. Und genau, da haben wir schon die erste Folge aufgenommen. Ihr könnt die erste Folge auf dem Tux-Tage-Kanal finden. Und vielleicht tue ich die auch mal dann auf den Linux-Guides-Kanal hochladen. Da muss ich einfach mal schauen, inwiefern. Und da könnt ihr es auf jeden Fall finden. Also sucht einfach mal auf YouTube nach dem Tux-Tage-Kanal. Drückt da mal auf Abonnieren, wenn ihr wollt. Und dann verpasst ihr in der Hinsicht auch keine neuen Podcasts und findet auch direkt die Aufzeichnung der Tux-Tage, die nach und nach hochgeladen werden. Ansonsten findet die auch auf tuxtage.de. Findet da schon alle gerade online, falls ihr was verpasst habt. Wie wäre es einfach unten nachher in die Videobeschreibung, einfach die ganzen Links dann nochmal rein, die uns, also das wäre jetzt nochmal eine gute Sache. Und vielleicht auch, was wir sonst noch drin haben. Also mit diesem, wo wir jetzt gerade bei sind, bei diesem Live-Bild, das vielleicht Ja, nochmal als Link da das kann ich dran schon mal, und das kann ich jetzt schon mal reinbauen, ne? Weil dann, genau. ne? Apropos Live-Bild, ich weiß nicht, ob das jemand mit so schnell mitlesen konnte. Da steht bei, dass es auf Stretch basiert. Also die ganzen Pakete ja, werden aus dem Debian, was jetzt ja zwar noch unterstützt wird, aber eigentlich schon abgekündigt ist. Also wir sind aktuell bei Debian 10 Basta, Buster. genau. Und genau, und das ist eben Stretch der Vorgängerversion. Genau. Also das macht nicht aus dem aktuellen System, was installiert ist, ein Live-ISO. Das tut es nicht. Also das baut sich, baut das im neuen Verzeichnis anscheinend zusammen. Ich glaube, der eine hat geschrieben, ich glaube, das war GB2. Man kann das dann in der Config dann einstellen, inwiefern dann was für Pakete dann noch installiert werden sollen oder können. Genau, ja. Ne? Aber diese ganze schöne Arbeit, die wir jetzt in diese Oberfläche reingesteckt haben, die kriegen wir so nicht einfach mit da reingebaut. Es gibt auf jeden Fall bei Ubuntu, weiß ich es auf jeden Fall, gibt es irgendwo einen Ordner in etc oder User, wo man dann das Standard-Home-Verzeichnis quasi hat, was geladen wird, wenn ein neuer Nutzer geladen wird, beziehungsweise ein neuer Nutzer erstellt Das wird. ist etc Scale, da kannst du das ganze Zeug Etc ablegen. Scale, ja? Also beispielsweise Scale wie Skeleton. Also. Skeleton. Ja? Skill. Ah, okay, Skill. Genau. Da ist jetzt natürlich nichts drin, ne? Okay, doch ein bisschen Also was. ganz wenig ist drin, ne? Genau, und da Also. könnten wir die Sachen dann, die wir jetzt drin haben, Genau. da würden wir die reinladen. Und dann würde der das Ganze machen. Können wir ja, wenn wir Lust haben, machen. Aber ich Diese glaube, das ganzen. kann man, ja. Also diese Gnomen-Erweiterungen da drin, die landen ja sonst, obwohl die müssen ja auch im Home-Verzeichnis liegen. Ja, das wird dann irgendwann beliebig kompliziert. Das sowieso. Also die Vorgehensweise, wir haben uns jetzt so ein System zusammengeklöppelt und machen daraus quasi, so wie es jetzt ist, ein Installations-ISO. Vielleicht funktioniert das mit Calamares, aber nicht mit diesem Live-Bild. Das Wahrscheinlich ist ein ist es anderer dann, Ansatz. wahrscheinlich ist das Live-Bild auch dann hardware-technisch erweiterbarer, wenn ich das mal so formulieren darf. Oder halt ganz einfach, wahrscheinlich auch einfach hardware-technisch unkomplizierter am Ende, ne? Weil es halt einfach, ich sag mal, nochmal von einem ganz anderen Standpunkt ausgeht. Jetzt nicht von den konfigurierten Sachen schon, beispielsweise beim Bildschirm oder sowas, sondern dann wirklich in der Hinsicht so. Und ich glaube, das wäre schon cool, wenn man das dann hinbekommen würde, ne? Also, dass wir dann irgendwie. Es ist ja relativ easy, kann man ja dann in der gconf dann einstellen. Ich weiß nicht, wie Debian das Ganze vor
bereitet. Wahrscheinlich wird es einfach so. Oder ich kann mal in Cinnamon schauen, wie das etc-Scale so aussieht, wie die das machen. In Linux Mint Cinnamon meine ich natürlich. Und da gehen wir mal auf das Dateisystem. Ist schon wieder viel zu voll. Wir haben noch 3,8 GB freier Speicherplatz. Das ist natürlich nix. So, schauen wir mal nach Scale. Und dann finde ich hier einfach nur irgendwie so ein chinesisches Zeichen. Was das chinesische Zeichen ist, habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt das von meinem WPS Office damals. Das könnte es sein, was ich da irgendwann mal drauf hatte. Da ist auf jeden Fall auch nichts drauf. Aber wir haben hier einmal .config. Dann haben wir einmal qt5.cconf. Hexchat.conf. Okay. Ach gut, ja gut, weil da die Serverlisten von Linux Mint Help und so weiter drin sind, genau. Das ist da drin. Dann haben wir einmal Kaya. Kaya ist eigentlich ein Dateimanager, ne? Von Mate, oder? Ja, genau, ja. Genau, und da gibt es nochmal verschiedene Einstellungen, die da mit importiert werden, auch bei Linux Mint Cinnamon, wobei die 5 Bytes sind jetzt auch egal. Dann haben wir einmal .conky. Aber ich glaube, .conky hat sich da selber installiert rein. .conky war da sicher nicht drin am Anfang. Warte mal, ich kann mal. Ich bereite gerade echt ein cooles Video vor. Freut euch auf jeden Fall auf das nächste Video. ich sag nur so, wir haben einmal Linux mit 20 und einmal Ubuntu 20.04. Es wird cool, sage ich euch. So, und dann öffne ich hier mal über GNOME Boxen. Das habe ich jetzt das erste Mal ausprobiert, dann wirklich mal ein Video dann damit aufzunehmen. Doch, ich glaube eben, das Debian-Video war schon mit GNOME Boxen. Aber ansonsten das normale Linux Mint habe ich noch unter VirtualBox laufen. Aber jedenfalls probiere ich das mal für das neue Video aus. Und dort wird es wahrscheinlich weniger drin geben. Ne? Also .conky, da wird es nichts drin sein. .local, share, gnode, .directory. Okay, kann ich das mal mit Textbearbeitung öffnen? Was ist da drin? Nichts. Okay, 0 Bytes auch. Wow, okay. Dann haben wir einmal .bash-logout, .bash. Okay, da ist quasi auch nichts drin. Ne? Wenn wir auf .profile gehen. Ja, nee, das ist nichts drin. Das heißt, dann sind wahrscheinlich die Pakete von Cinnamon schon so vorinitialisiert, dass sie dann als Standard-Desktop den Schnickliputz-Hintergrund nehmen, als Standardkonfiguration in der Taskleiste halt das hier. Das steht gar nicht in dem Scale hier drin, denke ich mal. Und das steht wahrscheinlich auch nicht in dem, ja, in dem hier steht es sicher auch nicht drin. Wie testet ihr überhaupt die ISO? Ja, das wird eine gute Frage sein dann. Also, das hat jetzt ja dieses ISO geschrieben. Ich ziehe mir das jetzt einmal aus der VM raus und konfiguriere das gleich einmal um und stopfe die einfach in die VirtualBox rein und gucke dann mal, ob es startet. Das wäre jetzt mein Testplan dafür. Ja, also jedenfalls GB2 schreibt, Calamares ist in den offiziellen Paketquellen enthalten und funktioniert mit Live-Build perfekt. Also das kann man dann mit Calamares dann ausführen. Danke für deine hilfreichen Kommentare nebenbei die ganze Zeit. So. Dann, genau, wollen wir mal hier mal reinschauen ins etc. etc. Da einmal Scale. Kleiner Tipp, den vielleicht manche nicht kennen, wenn ihr im Dateimanager seid und zu faul seid, einen Ordner zu suchen, dann gebt einfach mit, gebt einfach so mit der Tastatur das ein, was ihr sucht, und dann findet ihr das automatisch. Das funktioniert allerdings nur beim Nemo. Beim Nautilus von dem Debian-Projekt oder insgesamt bei Nautilus sucht er dann automatisch direkt. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Aber bei dem funktioniert das ganz gut. Und bei was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Mann. Bei beispielsweise, wie heißt das? Für das XFCE-Ding oder das Mate-Ding oder sowas, die können das alle, glaube ich. Nur der Nautilus kann es nicht. Und doch, ich glaube, der Dolphin müsste es auch kennen. So, und was ist hier drin jetzt? .config, Hexchat, qt5c, okay. .local, share. Ist hier Gnode auch nochmal drin mit 0 Bytes? Okay. Und dann einmal hier Bash Logout, Bash RC.
DTK-RXFCE. Okay, gut. Ach doch, da ist sogar ein bisschen was eingestellt. Okay. Ja, gut. Also man könnte das dann tatsächlich schon ein bisschen reinhauen in der Hinsicht, ja? Das müsste schon gehen. So, tun wir das mal herunterfahren. Das brauchen wir nicht. So, was machst du denn Schönes? Ich sehe auf jeden Fall deinen Bildschirm nicht mehr. Genau, der ist Ach jetzt so. weg. Ich habe jetzt das Isomer rausgezogen aus der virtuellen Maschine und Okay. stopfe das jetzt in das virtuelle Laufwerk rein. Jetzt müsste es gleich wieder ein Bild haben. So. Tunized XFCE schreibt. Bangla Box. Siehst du das schon? Ich sehe nichts, um ehrlich zu sein. Ich reloade Moment. nochmal. Ah, warte mal. Habe ich die Lobby aktiviert? Ach so, Moment. Ist das hier drin? Ich sehe auf jeden Fall Ach gerade so, nichts nee, mehr. stimmt, das ist jetzt. Ach so, weil das Fenster einmal zu war, dann ist es weg. So, Jetzt sehe ich jetzt wieder. genau, jetzt heißt es wieder. Ach, Genau. sag, okay. Sagst du Live AMD 64? Das ist ja quasi genau das Ding, womit die das wirklich bilden, ja? Und dann tun die das Scope-Menü ein bisschen verändern. Also sieht man ja tatsächlich dieses Failsafe, dieses Graphical Install. Cool. Geh mal auf. So. Ich mache jetzt mal live. Ja, Also ich ich glaube, will ja live die macht Fallen am nicht meisten kaputt Sinn. machen. Ja. Also nicht die Platte drin überschreiben. So und genau. Fail to send log. Okay, Nee, es wahrscheinlich hätten wir das ist. da konfigurieren müssen da drinnen. Kann das sein? Dass wir da die Pakete deaktivieren Also müssen. das sieht ja erstmal so aus, als ob der Grafiktreiber für VirtualBox nicht da drin ist. Gib mal StartX ein oder gib mal Xorg-Version oder sowas. Das müsste drin sein. Ich glaube, das ist gar nicht drauf. Also, achso, englische Tastatur, genau. So, wir haben da ein Live-System mit. Haben wir es? 217 Megabyte, oder? Oder ist es Genau, ja, falsch? das ist alles. Also da, genau, da ist kein Desktop mit bei. Also das sah jetzt auch nicht Hm. danach aus von der Geschwindigkeit her, als ob da Mm-mm. sowas drin ist. Also NC drin? Nee, haben wir auch nicht. Nano ist da. Genau, dann haben wir auch den. Vier Ja, den Neuner. können. Genau. Kernel. Aber der ist. Obwohl, stimmt, ja, das ist der Stretch-Kernel, stimmt. Was haben wir noch? Ja, Also. Oh, GB2 schreibt mit deconf dump Na dann klar. Settings ini kann man sich alle Einstellungen aus der Datenbankdatei ausgeben lassen. Das zeige ich mal schnell. Das würde ich auch mal machen. Deconf. So. Dump. Genau, richtig. Dann schreibt er hier Schrägstrich rein. Das ist ein bisschen komisch. Ich hätte dann den. Okay, macht auf jeden Fall. Ich hätte da den persönlichen Ordner genommen, also die Welle. Aber schauen wir mal. Dann gehen wir mal raus hier. Wir sind tatsächlich mit den 2 Stunden voll, ne? Das heißt, ich würde nicht mal allzu lange machen. Das Settings brauchen wir Nee, nicht das wirklich ist drin, ne? auch. Ach, du dickes Ei. Das. Ja, Moment. Ja, okay, gut. Ich sehe auch gerade, sehr schön. Ja, okay, das ist ein bisschen viel. Also das sind, ich weiß nicht, wie viele Zeilen das sind. Ich schau mal ganz nach unten. Wir haben insgesamt 1300 Zeilen. Das geht ja sogar noch, ha? Aber ist auf jeden Fall ein bisschen was. Ja, gut. So, damit kann man das dumpen und das Gegenstück dazu wäre zu Wahrscheinlich. deconf. Mal gucken. Ja. Irgendwas. Schauen wir mal. Zack. Deconf. Hat das jemand jetzt ganz schnell da mal? Ich schau mal schnell. Vom anderen System habe ich gar kein deconf drauf, von daher kann ich das da nicht gucken. Schau ich mal. Deconf read, list, write, reset, compile, update, what? Load. Load wahrscheinlich. Ja. Na, okay. Oder warte mal. Populate a subpath from standard in. Doch, das müsste es sein. Ja, genau. Kannst einfach sagen, wahrscheinlich deconf load. Und dann kannst du wahrscheinlich ja, Schrägstrich machen.
Ah, okay, das ist der Root von dem Decon selber. Okay, das macht Sinn, ja. Weil das Decon hat ja quasi nochmal ein eigenes Root. Und dann kannst du sagen, ganz einfach das andere eckige Klammerzeichen, wenn man so will. Ich weiß gar nicht, wie das Zeichen richtig heißt. Was man beispielsweise in XML-Dateien sieht, als Tag oder sowas. Diese Spitzenklammern, Spitzeklammer heißt es ja. Und dann kann man hier beispielsweise settings.ini wahrscheinlich wieder reingeben, oder? Schauen wir mal. Settings.ini. Schauen wir mal. Ja, wahrscheinlich. Also es gab keine Fehlermeldung und dann hat es wahrscheinlich funktioniert. Ja, man kann natürlich jetzt nichts ändern oder nichts Verändertes sehen, weil ich das ja so gelassen habe. Wobei, warte mal, ich probiere mal aus. Ich sage mal deconf-dump in settings.ini und dann sagen wir hier Leistenbearbeitungsmodus und dann tue ich hier irgendwas hinzufügen. Die Frage ist, oder wir tun die Leiste einfach mal nach Ach oben. da, deconfloat. Ach so, ja, Ah ja, sehr haben schön. wir schon Ja, gehabt. genau, Ja. ja. Genau, super. Wobei, diese Leiste entfernen wir mal. Ich tue die ganz einfach nur noch verschieben. Nach oben. So, zack. Dann sagen wir Leistungsmodus raus. Und jetzt sagen wir deconfloat. Ja. Hat funktioniert. Jetzt ist wieder unten. Okay. So einfach funktioniert das. Ja, gut. Also, das heißt, dann können wir tatsächlich mit diesem einzigen Befehl dann eine bestimmte Settings.ini dann laden, ne? Wo das dann automatisch dann, ich sag mal, ja, aktiviert wird. Und das wird wahrscheinlich dann somit dann auch in Ubuntu Mate funktionieren. Da hat man ja in dem einen Einstellungsfenster super verschiedene Desktops, wie du aktivieren kannst. Also einmal Mutiny heißt das, glaube ich. Das ist dann so Unity nachgelehnt. Einmal Redmond oder alles Mögliche. Und dann hat man natürlich dann komplett verschiedene Stile, die man mit einem Klick dann auswählen kann. Dann läuft wahrscheinlich im Hintergrund auch sowas Ähnliches wie deconf-load ab, weil Mate basiert ja auch noch auf GNOME. So, Linux Guides wollte fragen, nutzt du nur noch Linux oder noch Windows 10? Ich nutze nur noch Linux, das schon mittlerweile seit. Ich habe aufgehört, die Jahre zu zählen. Genau. Kleiner als schreibt Anno. Ja, okay. Das macht viel, viel mehr Sinn. Ja, gut. Ja. Okay. Gut. Ja, dann haben wir es ja geschafft, schon mal eine ISO zu bauen. Nur wahrscheinlich können wir uns das nächste Mal, wenn wir dann mit der ISO weitermachen, mit der Live-Distro, können wir uns darum dann kümmern, dass dann vielleicht sogar was drin steht. Was hältst du davon? Das klingt schon mal ganz gut. Also ich würde auf jeden Fall von Stretch doch etwas Richtung Buster gehen wollen. Und wo stand das? In den Kommentaren? Irgendwo gibt es Doku dazu. Da. Wobei, das macht das doch nur also von Stretch aus oder seit Stretch machen die das oder macht da wirklich nur ein Stretch-System dahin? Also diese Grundkonfiguration, die über dieses, wie ist denn das? Live Live-Bild, Linux, Live-Bild. Live-Bild, ich weiß schon gar nicht mal, was ich eingegeben habe. So, LD-Bild baut und dann gibt es dieses LD, was mit Conf? LB-Config gibt's. Ah ja, LB-Config-Command. genau. Das da, das liegt denn ja eine Standardkonfiguration erstmal wohl an, die wo irgendwo drin steht, dass das Stretch ist. Und das da müsste man sich denn mal näher mit beschäftigen und da gucken, was steht da drin. Genau, und dann gibt es da noch irgendwelche Hooks für und sonst was. Aber da muss man wirklich mal nach dieser Dokumentation einfach mal vorgehen und das versuchen anzupassen. Und dann versuchen diese Einstellungen, die wir da auf dem Desktop gemacht haben, die da irgendwie sind, vorauszuziehen. Einmal mit deconf und da werden ja auch noch irgendwelche Datenanteile sein für diese Erweiterung von dem GNOME, dass man die dann auch noch irgendwie mit darüber zieht und keine Ahnung. Könnte man sich schrittweise mal antasten und mal gucken. Auf jeden Fall, Ja, ja. genau, aber nicht mehr heute und Heute nicht nächstes mehr. Mal sowieso nicht, da haben wir ja was anderes vor. Da schauen wir uns Debian 11 an. Genau. Bin ich sehr gespannt.
Da hab ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Also es gibt eine virtuelle Maschine, die habe ich auch schon hochgeladen, wo ich einfach alle Desktops mit installiert habe, die Debian 11 schon mal mitbringt. Also da ist der Mate bei, da ist Cinnamon bei, KDE, XFCE und LX.de und keine Ahnung noch was. Und da werden wir uns dann einfach mal ein bisschen durchklicken und einfach mal gucken, wie sieht denn das aus? Debian 11 ist ja noch nicht fertig. Aber der erste Freeze war jetzt am 12., 12. glaube ich. Januar hast du gesagt, ja. Genau. Ich glaube, das ist auch richtig. Hoffen Genau. wir mal, ja. Nee, also ich habe es, Sonst. also haben wir alle mitbekommen, egal welches Genau. Datum jetzt, ne, ist ja Genau. nicht so wichtig. Gut, ja, schau mal, haben wir doch unsere erste Session ja, erfolgreich nach hinter uns gebracht. Gut, das nächste Mal schau mal mit der Technik, dass wir das ein bisschen besser für euch Zuschauer hinbekommen. Ja, war das erste Mal in der Hinsicht. Hat ein Test auch anders funktioniert, als willst du machen, ne? Nee. Vielleicht noch eine Frage an die Leute, die noch zugucken. Ich habe mit WebRTC schon mal ein bisschen rumgespielt. Das schafft es, dass man quasi ohne große Verzögerung die Bilder übertragen kann. Was wäre für unsere Sachen, die wir hier haben, aber eigentlich bräuchten, wäre sowas, so ein Zwei-Wege-Fernsteuerungszeugs, was auch. Also mit dem RDP haben wir das jetzt gerade funktioniert, hatten wir eine große Verzögerung dabei. Ob es sowas Ähnliches auf Basis von WebRTC gibt. Also es sollte was Freies sein und so, dass man es auch selbst hosten kann. Falls jemand da noch einen Tipp hat, wäre das super. Ja, genau. Genau. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ansonsten bedanke ich mich bei euch Zuschauern, dass ihr doch so zahlreich hier mit zugeschaut habt. Hatte ich am Anfang gar nicht zu hoffen gewagt. Ja, danke auch von mir fürs Zuschauen, fürs Kommentieren. Ein paar Sachen konnten wir auch direkt gleich umsetzen. Das ist sehr gut. Das ist super, ja. War richtig schön, hat viel Spaß gemacht. Und dann würde ich euch jetzt einen wunderschönen guten Gute Nacht wünschen, eine wunderschöne gute Nacht. Kommt noch gut durch die Woche. Und Hauke, komm du auch gut durch die Woche. Und Ja, danke, du auch. danke, ja. Dann sehen wir uns am kommenden Dienstag wieder hier live. Ja, also werde ich dann auch einen Tag oder während dem Tag dann ankündigen. Aber könnt ihr euch schon mal in die Kalender schreiben, wenn ihr wollt. Und dann, ja, freue ich mich. Gut, Na macht's gut, gut. dann. Wir wünschen euch.